choice right now, between fear and love. It's just a rock. Out of the dark night of ignorance and into the shining light of truth. Expounding reality. A population of citizens capable of critical thinking. We don't see things as they are, we see them as we are. There's a level of reality where everything dissolves into an ocean of energy. We empower our experience by insisting on our authenticity. That's very profound. Very. Expanding reality. Howdy Mikoski, Sir, das ist eine absolute Ehre. Ich habe mich schon lange genug in deinem Forum herumgetrieben, also lass uns loslegen und dich meinem Publikum vorstellen. Bruder, es ist so toll, dich in dieser Art von Person hier kennenzulernen. Ich bin ein großer Fan deiner Arbeit. Wir werden heute so viel durchgehen. Exit the Cave, Buch 1, das hat mich sehr fasziniert. Das hat mich so fasziniert, dass ich mir dann danach dein Falling for Truth Buch besorgt habe. Ich liebe einfach auch deinen Schreibstil und natürlich die Informationen, die du veröffentlichst. Ich bin dir im Voraus für deine Zeit hier sehr dankbar, Bruder. Bevor wir zu all dem kommen, zu all den Möglichkeiten, natürlich weiß jeder, wie man ihn unten in der Showbeschreibung findet, Leute. Alle seine Bücher sind auf der tollen Webseite zu finden. Und bevor wir auf all das eingehen, würdest du dich bitte dem Publikum vorstellen? Sicher, was soll ich dafür tun? Du hattest ein erstaunliches Erlebnis in einem Canyon, das dich auf diesen unglaublichen Weg gebracht hat. Und ich würde gerne wissen, warum du dich in dieser Lage befunden hast und was dann aus der Schlucht herauskam, als du aufgetaucht bist. Ja, weißt du, es geht darum, zurückzukommen, um so etwas wie Exit the Cave zu schreiben, was ein intensives Buch voller Informationen ist. Und es ist nicht etwas, was jemand im Lauf einiger Monate oder so tun wird. Ich meine, das ist ein lebenslanges Bedürfnis. Man muss die Person fast kennen, bevor man ja verstehen kann, wo was in so einem Buch steht. Also ja, wenn wir es für alle vereinfachen, nur als ein sehr schneller Überblick, dann war ich ein hübscher, gut aussehender Mensch, der das Leben irgendwie genossen hat, würde man wohl so sagen. Ich war noch ein Teenager. Ich war Hockeyspieler, ich war sehr unterhaltsam, aber ich hatte einen psychopathischen Vater. Das brachte mich natürlich in ein sehr heikles Terrain, wie mein Leben verlief und welche Erfahrungen man macht, wenn derjenige, der einen betreut, weißt du, im wahrsten Sinne des Wortes ein Psychopath ist. Und das brachte mich an einen Punkt, an dem er mir, gerade als ich mein Studium beendete, mein gesamtes Geld gestohlen hat. Daher war es für mich nahezu unmöglich, mein Universitätsstudium abzuschließen, was ich schließlich auch geschafft habe. Aber es war wirklich sehr, sehr schwierig. Und gerade als ich mit der Uni fertig war, wurde meine Ex-Freundin ermordet. Also habe ich diese Zeit durchgemacht. Ich bin also im Alter von 23, 24, also genau die Zeit, als ich mich irgendwie an das Leben gewöhnen sollte. Und es ist, als ob mir das Leben auf allen Ebenen entrissen wurde. Der Tod von Joan war sehr wichtig, weil sie ihr Leben genau so lebte, wie man es sagt. Sie war der Inbegriff von Perfektion. Und hier war sie tot. Und so musste ich einen Schritt zurücktreten und sagen, nun ja, ich denke, dass alles, was uns über das Leben und das, was hier vor sich geht, erzählt wird, das muss falsch sein. Und dann begann eine tiefe innere Suche. Das wusste ich nicht. Ich meine, vieles davon war nur eine massive Verleugnung vor Schmerz. Aber es gab eine tiefere innere Suche, die versuchte, einige Fragen zu stellen. Und es hat dann 2 Jahre gedauert, in denen ich unter Depressionen litt und an den Punkt kam, an dem ich mich tatsächlich umbringen wollte. Ich war 1997 tatsächlich bereit, Selbstmord zu begehen. Mir fiel einfach kein guter Weg ein, bei dem die Person, die es dann vorfindet und aufräumt, da keine Sauerei vorfindet. Und mir fiel einfach kein Weg ein. Und dann lief eine Fernsehsendung über das Nova Pyramid Building. Und das war wie ein augenblicklich umgelegter Lichtschalter, der besagte, dass das alte Ägypten ein Geheimnis hatte und ich soll es finden. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber die Depression war sofort verschwunden und es schickte mich auf eine riesige, etwa 10-jährige Arbeit, zu der auch die Zeit gehörte, die ich mit einem Mönch aus Korea verbrachte, die Zeit mit 3 verschiedenen einheimischen Medizinmännern. Und das alles war maßgeblich daran beteiligt, mir Prüfungen zu geben, nicht nur in dem, was wir heute als Selbstbeobachtung oder Suche nach dem Suchenden bezeichnen würden,
sondern auch in der Prüfung der Realität. Dieser Zeitraum vor 8 oder 10 Jahren war also für mich gedacht, um die Existenz der Realität zu beweisen, was jedes Mal scheiterte. Als ich 2005 dann endlich dazu kam, mein erstes Ägyptenbuch zu schreiben und ich dachte, ich wüsste etwas, da war ich mit einem Freund beim Wandern in den Rocky Mountains von Calgary unterwegs und fiel direkt vor dem Johnson Canyon in den Fluss. Das ist der größte Wasserfall, schätze ich, jedenfalls in Kanada. Und in diesem Moment wurde mir endlich klar, was gerade passiert war und dass ich das Gefühl hatte, ich könnte nicht raus. Mir wurde klar, dass ich sterben würde. Und so hatte ich schließlich eine Todeserfahrung in der Schlucht, die aufschlussreich war, vereinfacht gesagt, weil ich all diese Arbeit getan hatte, um zu erkennen, dass die Realität eine Fälschung war, aber ich wäre immer noch real. Und jetzt brachte die Zeit in der Schlucht die Erkenntnis, oh ja, ich bin genauso falsch wie der Rest der Realität. Aber da war etwas Echtes, das diese Beobachtung machte. Und damit begann eine Kombination aus einem tieferen Prozess und einer Menge Schwierigkeiten und Verwirrung. Ich habe das durchgemacht, weißt du, ich bin 54 Jahre alt, aber ich sehe wahrscheinlich viel älter aus, weil es seitdem eine harte Zeit war, mit all dem klarzukommen. Und darüber hinaus, die Dinge, die in Exit the Cave besprochen werden, die wir als Seelenfalle, Reinkarnationsfalle, Archons, Demiurg, simulierte Realität klassifizieren würden, das gab es zu dieser Zeit, 2004, 2005, auch schon. Aber weil so viele andere Dinge wie ein riesiges Puzzle zusammengefügt werden mussten, habe ich 10 oder 15 Jahre gebraucht, um endlich an diesen Punkt zu gelangen. Ich glaube, ich habe gelernt, das, was ich sagen möchte, viel klarer, einfacher und sicherer darzustellen. Und zwar auf eine Art und Weise, bei der ich sage, wisst ihr, ich kenne nicht alle Antworten und würde auch nie sagen, jemand sollte glauben, was ich zu sagen habe. Ich präsentiere nur meine Erfahrungen, die Art und Weise, wie ich die Dinge gesehen habe, die Art und Weise, wie meine Forschung zu mir geführt hat, nur damit Sie selbst denken können, nur damit Sie selbst Fragen stellen können und mir nicht unbedingt glauben müssen. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht aber auch nicht. Und das ist alles, was ich sagen will. Weißt du, hier bin ich nach über 30 Jahren angelangt. Hier sind einige Dinge, die auch für dich nützlich sein könnten. Und so denke ich, dass all diese Zeit und all diese Schwierigkeiten mich dazu gebracht haben, das, was ich sage, zu vereinfachen. Und die Tatsache, dass wir uns jetzt, insbesondere in den letzten 3 Jahren, des wörtlichen Wahnsinns in der Clown-Welt befinden, öffnet für viele Menschen die Tür, endlich anzufangen, sich zu fragen, was mit diesem Ort los ist. Das war jetzt mal eine kleine Einführung, um loszulegen. Also Leute, unten in der Showbeschreibung findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr ihn finden könnt. Also wenn ich das sagen darf, jedes Buch ist großartig, was ihr bei ihm kauft. Wahrscheinlich sogar die Eishockey-Version, die ich noch nicht bestellt habe, aber ich werde sie alle durchgehen. Aber Falling for Truth und Exit the Cave, Leute, befindet sich weiter unten in der Showbeschreibung, denn ihr konntet die unglaublich wertvollen Informationen sehen, über die wir hier sprechen werden, wie ich sie in den letzten Episoden angesprochen habe. Fangen wir also am Anfang an. Wenn wir auf die Geschichte oder His Story zurückblicken und darüber reden, da hast du ein großartiges Buch geschrieben, Exposing the Expositions at the World's Fairs. Und wenn wir das auch betrachten, was als unsere eigentliche Geschichte dargestellt wird, da sprichst du in deinem Buch Exit the Cave darüber, dass Dinge mit einem J oder einem I davor datiert werden und die 3 Zahlen danach möglicherweise nur ein I, eine 1 davor haben könnten. Das kann also eine Erklärung für die eingefügten Jahrtausende sein. Wir haben fotografische Beweise. Dieser erstaunliche Mann, den ich neulich bei dir gesehen habe, wie er das Innere dessen aufräumte, was angeblich abgerissen wurde. Aber offensichtlich war es überschwemmt und an der Seite war eine I 803 angebracht, aber dort in der Fotobeschreibung stand, dass es aus dem Jahr 1903 stammte. Ich dachte mir, Moment mal, da steht 1803. Aber du hast mir sozusagen die Augen geöffnet, damit ich sehe, dass es sich um den Buchstaben I vor den Ziffern handelt. Das hat mich umgehauen. Da ist also dieser Teil davon. Soweit es mich betrifft, haben wir also bereits eine historische Schönfärberei erhalten, vor allem wenn wir uns etwas wie die Simulation anschauen, auf die wir natürlich noch eingehen werden, wo man eigentlich nichts außerhalb der eigenen Beobachtung beweisen kann. Vielleicht begann das Leben immer dann, wenn du hier erschienst oder wann immer du zu Bewusstsein kamst. Genau wie man in Dark City sagt, in dem Film Dark City, du warst hier kein Kind. Wir wurden hierher gebracht. Wenn also diese ganze Ablehnung beginnt, wenn wir diesen Ort ansehen,
Und die Leute sagen, dass dies behoben oder geändert werden wird. Dazu habe ich vor kurzem viel Zeit und Energie und alles investiert. Dass dies ein Ort war, der repariert werden konnte, dann kam ich zu dem Punkt, nun ja, es geht wahrscheinlich um deine Seele. Und das ist eine Schule. Also mehr Überlegungen zu den Gräueltaten hier. Und es so zu sehen, naja, wenn das der Fall ist, dann hat man sich natürlich dafür angemeldet und es lässt sich auch nicht reparieren, in dem Sinne, dass es zu gut ist in dem, was es tut, als dass es einem beibringen könnte, wie man besser wird. Ich bin jetzt dazu gekommen, die Sache mit einer ähnlichen Sichtweise zu betrachten wie du. Und es liegt außerhalb der Notwendigkeit, dass dieser Ort etwas anderes ist, als er ist. Ich habe aufgehört, dies durch die rosafarbene Brille zu betrachten, die ich mir gewünscht hatte, und konnte sie in eine andere verwandeln. Und wie ihr hier um mich herum sehen könnt, habe ich meine Gefängniszelle ganz gut dekoriert. Aber jetzt sehe ich diesen Ort ganz anders, Mann. Und wie bei dir ist es einfach kein einfacher Glaube daran. Jetzt ist es einfach eine alternative, ausgewogene Perspektive. Es ist etwas, das ich vorher nicht hatte. Mark Passio hat dieses, du weißt schon, 7-stündige YouTube-Video, in dem er einfach davon ausgeht, dass er als Satanist gehört hat, wie andere Satanisten offen damit prahlten, Manifestationen und diese New Age-Konzepte als aus dem Gleichgewicht geratenes Werkzeug einzufügen, um die Dinge in Disharmonie zu halten. Und um das alles zusammenzufassen, während wir uns auf das konzentrieren, was ich jetzt sehe, dann ist das Wichtigste, nämlich die Ausgeglichenheit und uns bewusst zu sein, dass dies ein beschissener Ort und gleichzeitig ein wunderschöner Ort ist und die Wahrheit irgendwo dazwischen zu finden ist. Wie du erwähnt hast, Roses Arbeit mit den Pyramiden A, B bis C. Und wenn wir uns das alles ansehen, wie zum Teufel ist dieses Ding dorthin gekommen, wo es ist? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mich freuen, wenn du einfach auf die Katharer- und Gnostiker-Perspektiven über den Demiurgen und seine Sophia eingehst und uns einen kurzen Überblick gibst. Gib uns eine Grundlage dafür, worüber wir hier sprechen. Sicher. Und ich denke, zunächst einmal ist das eine ziemlich normale Reaktion. Ich hatte ein ähnliches Gefühl, wenn man anfängt zu erkennen, dass die Welt verrückt ist. Das Problem ist, dass uns, sobald wir die Sprache aller um uns herum verstehen konnten, beigebracht wurde, dass diese Welt von einem liebenden Gott erbaut wurde, der sich um uns kümmert und diese Welt für unsere Erfahrung, unser Staunen und unsere Verbesserung gebaut hat. Oh, du wirst mit einigen Herausforderungen konfrontiert werden, aber du wirst lernen, sie zu meistern, damit du Perfektion erlangst und zurückgehst und dich diesem Gott anschließt. Ist das nicht alles wunderbar? Und so wurden uns die Dinge präsentiert. Sobald also jemand an den Punkt kommt, zu sagen, Moment mal, dieser Ort ist verrückt, wie alles hier, und ich meine nicht nur menschliche Systeme, ich meine alles, zum Beispiel die Tatsache, dass man etwas anderes essen muss, um hier zu überleben. Das ist irgendwie verrückt, ein verrücktes System. Die natürliche Reaktion ist also, da uns gesagt würde, dass alles wunderbar und perfekt sein soll, dann muss etwas hier nicht stimmen. Irgendwo liegt ein Fehler vor. Ich sehe, dass ein Fehler vorliegt, also werde ich ihn beheben. Und das ist eine natürliche Sache, oder? Gott hat irgendwie einen Fehler gemacht und ich werde helfen, ihn zu beheben. Das ist also ziemlich natürlich. Aber jemand macht das 5 Jahre lang, oder? So, am Ende ist man erschöpft, am Ende kommt man nicht weiter und man stellt fest, dass man wieder da ist, wo man angefangen hat. Vielleicht sogar noch 2 Schritte weiter zurück. Bevor wir jedoch auf die Geschichte eingehen, habe ich im Laufe der Jahre eines gelernt. Die Arbeit, die ich persönlich an mir selbst geleistet habe, oder die Hilfe oder den Wert, den ich den Menschen in gewisser Weise in meinem Leben entgegengebracht habe, in unmittelbarer Umgebung, Menschen, mit denen ich interagiert habe, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Menschen, mit denen ich etwas geteilt habe oder Menschen, die etwas mit mir geteilt haben. Diese schienen tatsächlich einen Wert gehabt zu haben und tatsächlich etwas verändert zu haben. Sobald man aber weitergeht und versucht, alles in Ordnung zu bringen, dann endet es nur im Chaos. Und ja, es war nur irgendwie so, dass Mr. Park, der koreanische Mönch, mit dem ich Zeit verbrachte, mit uns darüber gesprochen hat. Aber wir haben es nie wirklich verstanden, als er mit uns gesprochen hat. Wir waren alle 20 Schritte unter ihm, weißt du? Aber sobald man das zu erkennen beginnt, hey, Moment mal, das ist tatsächlich ein böser Schöpfer, den die Gnostiker den Demiurgen oder die Katharer Rex Mundi nannten,
der ein System geschaffen hat, das im Grunde genommen aus Energiegewinnung, Energiediebstahl und einer künstlichen KI-Simulation besteht, nur um die Simulation grundsätzlich am Laufen zu halten. Sobald man anfängt zu verstehen, warte mal eine Minute, das ist eigentlich das, worin wir existieren, dann kann man sich einen kleinen Teil davon nehmen, denn all diese alten, was wir heute als Religion in ihren alten Formen kennen, hatten wirklich nützliche Informationen in sich. So wie zum Beispiel, wenn Buddha sagt, dass Dinge wie Samsara Nirvana sind. Und weißt du, die Dinge so perfekt sind, wie sie sind. Ja, sind sie. Das bedeutet aber nicht, dass sie gut oder wunderbar sind. Das bedeutet, dass sie perfekt sind, perfekt aus der Sicht des Demiurgen, da es sich um ein perfektes System aus Schmerz und Zerstörung handelt. Nun ja, nicht nur Schmerz und Zerstörung, denn es sind einfach Emotionen, Schmerz und Angst vor wirklich guten Emotionen. Aber das System nimmt jede Emotion an. Es spielt keine Rolle. Das System ist also eigentlich perfekt. Wenn man also erkennt, dass das System für den Wahnsinn konzipiert ist, tut es genau das, was es tun soll. Tatsächlich wird es sogar noch besser. Es perfektioniert sich. Es perfektioniert jetzt seine eigene Perfektion. Das Beste, was wir tun können, ist es einfach sein zu lassen. Lass das System bestehen und finde stattdessen heraus, was ist das für ein Ding? Denn was auch immer mein wahres Ich ist, ich muss nicht verrückt sein. Das System kann verrückt sein. Ich kann mich für Vernunft entscheiden. Das System kann sich dafür entscheiden, Energie zu stehlen, einzufangen und so weiter. Ich kann etwas anderes wählen. Auch wenn das, was ich zu sagen habe, für die Menschen oberflächlich betrachtet sehr negativ klingt, denke ich, dass es tatsächlich äußerst positiv ist, weil es diesen Giganten dazu zwingt, sich von da draußen nach genau hier abzuwenden. Und die Erkenntnis, dass ich, egal wie schlimm es hier draußen ist, etwas anderes tun und etwas anderes sein kann. Das, was sie zu erkennen beginnen, in Wirklichkeit das ist, was sie sind. Es ist das Bild von der Tafel, das sie über Jakobs Leiter und den Traum haben und wo die Leiter jetzt im 90-Grad-Winkel steht und er sich selbst als den roten König an der Meeresspitze in der Rosenpyramide darüber. Aber der Tod ist das, was auf dem Boden liegt. Das ist dein altes Ich. Das ist das Programm selbst, dieses alte Ich, dieses lose, gefangene Wesen, das sich in all das hineinversetzen ließ. Niemand kommt ungeschoren davon, Jungs. Diese Leiter ist jedoch eine 90-Grad-Perspektive. Jetzt siehst du dich selbst aus einem ganz neuen Licht. Wenn du das tust, zeig doch bitte zu Beginn das erste Schild. Was hier gezeigt wird, sind Platten von etwas, das als Mutes Liber bekannt ist, das Stille Buch. Es handelt sich um einen alchemistischen Text, der im 17. Jahrhundert erschien. Es sind 15 Bilder drin, aber das erste und letzte ergeben am meisten Sinn. Hier also das erste Bild. Los geht's. Das ist also der Ausgangspunkt. Ja, wenn es dir nichts ausmacht, mach dir das was aus? Gut, ja. Was wir hier haben, ich meine, es gibt eine Menge Symbolik, aber das hier soll Jakob und Jakobs Leiter sein. Jakob liegt also mit dem Kopf auf dem Gralsstein. Dies ist die Leiter, von der behauptet wird, dass sie hinaufsteigt und in den Himmel aufsteigt. Was er am Ende natürlich wirklich sieht, ist die wahre Natur der Realität und alles, was er jemals als Lüge angesehen hat. Und genau das ist die Geschichte. Und wenn er dann zum Ende geht, ist es eine ganze Reihe alchemistischer Bilder, die sozusagen die Arbeit sind, die getan werden muss, um sie hier weiterzubringen. Jakob, der gerade herausfindet, dass er in einer Lüge lebt, bis zu dem Punkt, an dem Jakob seine wahre Natur erkennt, die, ja, der Körper, der auf dem Boden liegt, nicht als physischer Körper betrachtet werden würde. Dies ist eines der großen Dinge, mit denen Menschen fertig werden. Sie denken, naja, ich kann der Welt entsagen. Ich kann auf all das verzichten und einfach an einen glücklichen Ort oder einen klugen Ort oder einen weisen Ort gehen. Nun ja, nein. Sie sind in der Matrix und solange du in Platons Höhle bist, solange du in der Matrix bist, bist du in der Täuschung, du bist in der Dualität. Und in diesem Fall repräsentiert der Körper also die gesamte physische und nicht physische Materie, den ätherischen Bereich, den astralen Bereich, er repräsentiert alles. Es wurde alles beiseite geworfen. Deshalb gibt es keine Leiter mehr, weil es nirgendwo hingehen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde das, was die Gnostiker den göttlichen Funken nennen würden, in gewissem Sinne, wir nennen es, wieder zusammengesetzt, wieder vereint.
Es ist sehr detailliert. Daran arbeite ich gerade im zweiten Buch, um vollständig zu erklären, was ein göttlicher Funke ist und was damit passiert. Und deshalb beginnen sogar Dinge wie das Neue Testament und buddhistische Texte und alle möglichen Dinge immer sinnvoller zu werden, wenn man anfängt, das Wort göttlicher Funke als das zu definieren, worauf es sich bezieht. Um auf diese frühere Frage zurückzukommen. Wenn man sich also gnostische Texte ansieht, bei denen es sich hauptsächlich um die Nag-Hammadi-Fragmente handelt, die zu den besten antiken Schriften gehören, die wir haben, dann kann man sich auch altägyptische Texte oder andere Texte ansehen. Es ist nur so, je älter man wird, desto schwieriger wird es, denn wenn man es erst einmal in eine Hieroglyphensprache übersetzt hat, ist es aufgrund der Informationsschichten dort sehr schwierig, die Übersetzung anzufertigen. Die Texte von Nag Hammadi bieten uns also eine gewisse Gelegenheit. Vereinfacht ausgedrückt stellen sie dar, dass es eine vollkommene Erfahrung oder eine völlig vollkommene Gesamtheit gibt. Sie nennen es einfach den Vater. Aber zum Vater gehört eine weibliche Hälfte namens Barbello. Sie haben also diese Gesamtheit aus dieser Gesamtheit. Verschiedene, wie sie es nennen, Äonen manifestieren sich daraus aus dieser Gesamtheit und leben an einem Ort, der als Pleroma bekannt ist, was interessant ist, weil wir die Kirche von Rom haben, die in gewisser Weise dieses Reich übernommen hat. Aber das Original ist das Pleroma. Die Geschichte besagt da im Allgemeinen, dass eine der Äonen, Sophia, die sie in vielen Fällen als die vermeintliche wahre Gemahlin Christi in diesem Pleroma betrachten, beschloss, ohne ihn zu erschaffen. Und im Laufe der Erschaffung, ohne einen richtigen Mann und eine richtige Frau zu haben, haben sie etwas erschaffen, das sie als Monster einstufen würden, das zum Demiurgen wurde, der gewissermaßen beschlossen hat, nun, Sophia kann erschaffen, ich kann erschaffen. Aber die einzige Möglichkeit, etwas zu erschaffen, bestand gewissermaßen darin, etwas zu erschaffen, was wir als Computersimulation bezeichnen würden. Sie konnten keine reale Welt erschaffen. Man konnte nur eine Kopie oder ein Modell von etwas erstellen, das bereits existierte. Das ist also ein weiteres Schlüsselelement. Wenn man sich diese Texte ansieht, beziehen sie sich immer auf diesen Ort, der bei den Gnostikern Hell genannt wird, was ihr Wort für Simulation ist. Es ist eine Kopie. Es ist ein Spiegel von etwas anderem. Es ist nicht real, aber es basiert auf etwas Realem. Und das ist ein weiterer Hinweis, wie man das durchmachen kann. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es sich dabei um eine Metapher oder eine metaphorische Sprache handelt. Und wiederum bedeutet es nicht unbedingt genau das, was es sagt. Und es versucht auch nicht, das Weibliche oder die Frauen in irgendeiner Weise anzugreifen, was es auch wurde. Es war lediglich ein Versuch, etwas Unerklärliches in der Mythologie zu erklären. Wenn man es also nicht ganz wörtlich nimmt und versucht, genauer auf das einzugehen, worauf es hinweist, beginnen sich diese Mythen zu erklären. Du wirst es finden. Ich meine, wenn man die Schöpfungsmythen des alten Ägyptens durchgeht, wird man dort ähnliche Dinge finden. Nur können die meisten Übersetzer nicht erkennen, dass es das ist, sodass sie sich wirklich durch die Übersetzung wühlen und die Hieroglyphen fast selbst neu übersetzen müssen, um es zu bekommen. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, ich habe diese Erfahrungen gemacht, die ich gemacht habe. Nochmal, bevor ich mich wirklich mit deiner Arbeit beschäftigt habe, habe ich schon all diese Dinge gespürt, von denen du sprichst. Das war deshalb ein extremer Trost für mich, auf eine Art und Weise, derer ich mir gar nicht bewusst bin. Es ist so, als ob du dort eine Lücke gefüllt hast und du hast es sofort mit dem gefüllt, was die Fragen beantwortet hat, die ich schon hatte, als ich diese Welt hier zum ersten Mal sah. Weil wir uns immer wieder umschauen und im neuen Zeitalter alle möglichen Überlegungen anstehen. Ich saß hier und sagte, oh, das ist mein Ding. Ich habe all diese Dinge durchgemacht, die mich besser gemacht haben, was nicht falsch ist. Aber die Tatsache, dass ich mich freiwillig im Voraus für sie angemeldet und dann mein Wissen über die Existenz dieser Begegnungen, die in dieser Zeit stattfinden, zunichte machte, ergab für mich immer weniger Sinn. Und als ich vor allem den Trugbildern, in denen ich mich befand, aus dem Weg ging, wurde es wirklich sehr deutlich. Es war so, oh, okay, sieh es so, wie es ist, nicht so, wie du es dir wünschst. Wenn man sich an diesem Ort wirklich umschaut, egal ob es sich jetzt um eine Simulation handelt, dann kann man nicht beweisen, dass etwas außerhalb meiner Sicht geschieht oder nicht. Das Bewusstsein wird hier hinter jeder Ecke von absolutem Terror bombardiert. Das ist eine schreckliche Sache.
Ja, und wann immer man dort sitzt und mit diesen Frauen redet, die dann da offen zugeben, dass sie das Gefühl haben, dass sie zur Vergewaltigung und für schreckliche Ausbeutung und Misshandlung verpflichtet wurden. Und dass, oh, das ist einfach Teil meines Vertrages. Und so gehen sie eine Beziehung mit einem bloßen Wissen ein, dass alle Überlegungen, die sie für diesen Partner haben, Teil ihres Vertrages sein werden und nicht mit dem Bewusstsein, dass es vielleicht eine Falle ist und dass sie sich verdammt nochmal wehren müssen. Es ist eine faszinierende Perspektive, die mich tatsächlich in die extreme Dunkelheit geführt hat. Oder war es die Dunkelheit, die mich dorthin geführt hat? Aber auf diesem Wege erkenne ich auf der anderen Seite wirklich, dass es Ermächtigung ist. Es ist das Aufgeben dieses wahnhaften Unsinns und das Sehen als das, was es ist. Und dann, okay, ich hab's verstanden. Es ist ein verdammtes Gefängnis, Mann. Und wir werden einfach unser Bestes geben, um hier rauszukommen. Die Frage ist also, ob das eine Simulation ist, die eine Kopie einer echten Simulation ist. Langsam, halte die Frage im Hinterkopf. Ich werde zunächst nur ein wenig von dem beantworten, was du gerade gesagt hast. Und das war eines der großen Probleme, die ich schon früh erkannte. Wie nennen wir das neue Zeitalter heute? Spiritualität oder Religion? Die allgemeine Botschaft lautet, wenn in deinem Leben etwas schlecht ist, liegt der Grund dafür bei dir. Du bist der Grund für das Problem. Das wirft einem automatisch Schuld- und Schamgefühle auf und ist wirklich hinterlistig. Denn wenn es um die Religion geht, werden sie sagen, naja, du hast nicht genug Glauben. Du betest also nicht intensiv genug oder so, oder weißt du, aber wenn es um Spiritualität geht, ist es immer so, dass du nicht gut genug bist. Du liebst nicht genug, du bist nicht nett genug. Niemand lehnt sich zurück und sagt, naja, selbst wenn ich etwas Dummes auf der Welt getan habe, wer hat dann eigentlich eine Realität geschaffen, in der überhaupt etwas Dummes passieren kann? Denn wenn ein liebevoller Schöpfer eine Welt wollte, in der Harmonie, Frieden und Ausgeglichenheit herrschen, könnte er diese erschaffen. Das könnten sie schaffen. Und genau dann, wenn man sieht, dass das Tier draußen das andere Tier fressen muss, um zu überleben, muss es Schmerz und Leid und Angst und alles andere erzeugen, nur um einen weiteren Tag zu leben. Für mich bedeutet das, und es ist nicht so, dass wir keine Verantwortung für das übernehmen, was wir tun. Wie Sie sagen, müssen wir uns wirklich damit befassen, wie wir leben, warum wir leben und warum wir so sind, wie wir sind. Aber es ist die Anerkennung der eigentlichen Hauptschuld oder des Hauptfingerzeigs. Du solltest zu dem gehen, der das System geschaffen hat, nicht zu uns. Denn sie hätten ein völlig anderes, harmonisches System schaffen können. Sie hätten uns alle Informationen, das gesamte erforderliche Wissen und alles, was wir brauchen, geben können. Kein nicht kontinuierlicher Bereich der Reinkarnation und der Löschung von Erinnerungen und der Rückkehr hierher in völliger Unwissenheit und der Notwendigkeit, dies noch einmal zu tun. Und das ist für mich eine der großen Ermächtigungen, bei der es heißt, oh ja, der Grund für das System im Allgemeinen ist das, was es geschaffen hat. Und jetzt besteht meine Aufgabe nur noch darin, meine Interaktionen, die schädliche Art und Weise sind, vollständig zu reduzieren und einfach so zu leben, dass man tatsächlich ein enormes Einfühlungsvermögen für alles und jeden entwickelt. Ich meine, ich habe Mitgefühl für die Bäume, für die Wolken, für die Insekten, weil ich weiß, dass alles auf die eine oder andere Weise hier gefangen ist und leidet und sich in einem bestimmten Ausmaß an Schmerz, Angst, Stress, Chaos befindet. Weißt du, in unterschiedlichem Maße, aber selbst wenn jemand da draußen sagt, hey, mein Leben ist großartig, in meinem Leben ist alles fantastisch, ja, aber im Moment gibt es 2 Milliarden Menschen hier, die schreckliches Leid erleiden, etwas, von dem man sich nicht einmal vorstellen kann, was sie erleiden. Und genau darunter leiden sie. Für mich ist es also egal, ob mein Leben perfekt ist, wenn der ganze Rest der Welt leidet. Das ist keine Welt, in der ich sein möchte. Es ermöglicht einem also, dieses Einfühlungsvermögen zu haben und dann zu sagen, naja, dann ist das Beste, was ich tun kann, nicht einfach nur kein weiteres Leid zu schaffen. Alles gut, sei hier einfach eine nützliche, interaktive Sache und konzentriere dich dann einfach und sage, okay, ich muss mich nicht auf den Standpunkt festlegen, perfekt zu sein. Was ich tun muss, ist klar, ausgeglichen, vernünftig und bewusst zu werden. Und wenn du das alles tust, machst du deine größten Schritte. Und das liegt nicht daran, dass du dich selbst als mangelhaft ansiehst oder dass etwas mit dir nicht stimmt. Es stellt sich heraus, dass du schon vor deiner Geburt getäuscht und belogen wurdest und du wurdest ständig belogen und getäuscht.
Hier ist also eine Gelegenheit, all das abzureißen, neu anzufangen und zu beschließen, die Dinge so zu sehen, wie sie sich dir zeigen. Du erhältst die Möglichkeit, dein eigenes Glaubenssystem auf der Grundlage deines eigenen Ideensystems und deines eigenen Glaubenssystems aufzubauen und nicht auf jemandes anderen Glaubenssystems. So, jetzt kannst du nochmal auf die andere Frage eingehen. Ich liebe einfach, was du gesagt hast. Perfekt. Und keine Entschuldigung nötig. Dies ist definitiv ein Gespräch und kein Interview. Also, als ich aufwuchs, da erlebte ich das Gleiche. Mann, das trifft einen schon früh im Bauch. Warum müssen Dinge sterben, damit andere Dinge überleben? Man schaut sich zum Beispiel den Film Ferngully an, Ferngully, und man kann zuschauen, wie dort Bäume gefoltert werden, und dann weint man. Es war so, dass meine Mutter mich als Kind aus drei verschiedenen Filmen herausholen musste, die für mich eigentlich hätten lustig und großartig sein sollen, aber dann schrie ich und weinte über das, was da passierte. Benji oder wann immer ein Hund Welpen bekam und die Mutter starb, das war schrecklich. Warum vermarkten sie das an Kinder? Und dann im Land vor unserer Zeit? Natürlich, wenn die Mutter stirbt. Scheiß auf diesen Film. Und was war das andere? Ferngully. Gleiche Sache. Also, oh, alle deine Kinder haben Spaß. Und dann heißt es Trauma, Trauma, Trauma. Ich kann diesen Scheiß nicht ertragen, Mann. Ich bin dafür nicht gerüstet. Und deshalb schaut man sich nach anderen Leuten um, die dafür nicht gerüstet sind und fragt sich, was ist das für ein Ort hier? Aber wie bei dir, Howdy, ist es die grundlegende Vorgehensweise. Es geht um die Art und Weise, wie dieser Ort funktioniert. Und das wird später durch deine Rekapitulation zum Tragen kommen, durch deine Vorstellung, bei den Entscheidungen, die du getroffen hast, standhaft zu bleiben. Auch wenn es Dinge gibt, die ihr bereut, Leute, schaut euch die Dinge nochmal an. Wenn du jemandem Unrecht getan hast, weißt du das in deinem Herzen und dann behebst du das. Das liegt in deiner Verantwortung, wenn du das Gefühl hast, dass das der Fall ist. Aber bei der Vorstellung, dass man gezwungen wurde, an einem Ort zu überleben, an dem dir später wieder bewusst wird, dass du eine Ratte getötet hast zum Überleben, also du hast eine Ratte getötet, du hattest zwei Möglichkeiten, etwas zu töten, um zu überleben. Aber diese Ratte, die hast du getötet und deshalb musst du hierher zurückkommen und einen weiteren Vertrag unterschreiben. Oh, das ist es nicht. Es ist sogar noch schlimmer. Zum Beispiel, wenn man einmal Nahtoderfahrungen durchlebt und sich die Tausenden anhört, die es zum Glück gibt. Und ich kann es allen wärmstens empfehlen, die daran interessiert sind, sich mit diesem Buch zu befassen. Mark von Forever Conscious Research leistet hervorragende Arbeit darin, sie aufzuschlüsseln. Natürlich meine ich wirklich, wirklich tolle Arbeit dort. Wayne Bush auf seiner Webseite trickedbythelight.com. Er war einer der Ersten, die über dieses Thema gesprochen haben und seine Website ist einfach ein fantastischer Informationsort. Deshalb teile ich immer gerne anderen mit, wo es noch andere Orte zu sehen gibt. Aber wenn man sich mit den Nahtoderfahrungen beschäftigt und da wird ja den Menschen einen Lebensrückblick gegeben. Du hast ja auch über Rekapitulation gesprochen. Das ist etwas, was wir hier in unserer Welt tun müssen, damit wir nicht erwischt werden, wenn es da ist, wenn der Moment da ist. Aber dort drüben könnte man ein Heiliger sein, du könntest der perfekteste und wundervollste Mensch sein und sie werden in dieser Rückschau, in dieser Rezension diesen einen Moment finden, dass jemand einen Apfel zum Beispiel neben ihnen auf die Straße fallen ließ und du hast dabei nicht geholfen, ihn aufzuheben. Und weil du es nicht aufgehoben hast und die das aufheben mussten, haben sie sich dabei den Rücken verletzt und weil sie sich den Rücken verletzt haben, haben sie es ihren Kindern angetan. Es ist also deine Schuld. Es wird immer, immer, immer deine Schuld für die einfachste kleine Sache sein. Es spielt also keine Rolle. Diese Wesen, die Gnostiker nannten sie Archonten, was man als Kinder des Demiurgen bezeichnen könnte, sie betreiben sozusagen, sie verwalten diese Realität gewissermaßen für den Demiurgen. Sie verfolgen alles, was jeder tut und verfügen so über ein gigantisches Aufzeichnungssystem, das sie irgendwann gegen uns verwenden können, um uns Schuldgefühle, Schamgefühle und Bedauern zu vermitteln. Das sind die drei größten Dinge, die sie von uns bekommen wollen. Schuld, Scham und Bedauern. Das sind die drei größten Dinge, mit denen sie auf die eine oder andere Weise sagen, deshalb musst du zurückgehen und ein anderes Leben führen. Weißt du, oft hat man nicht gelernt, genug zu lieben. Man war kein super perfekter, guter Mensch. Du hast es nicht getan, weißt du, du warst schlecht zu deiner Schwester und all diese Dinge.
Deshalb ist es jetzt wirklich wichtig, unser ganzes Leben durchzugehen, bevor wir den Übergangspunkt erreichen. Und dass wir unser Leben durch die Zusammenfassung so genau kennen, dass es in unserer Erfahrung absolut nichts gibt, was uns überraschen könnte. Wir haben all diese Fehler durchgemacht und die Fehler gesehen, die wir gemacht haben. Und wie du sagst, man muss für die eine oder andere Weise für sie büßen, entweder äußerlich bei den Menschen, mit denen du das Gefühl hattest, ein Problem zu haben, oder innerlich, zumindest sich selbst gegenüber, ja, um zu einem Verständnis dafür zu gelangen, wer war ich in diesem Moment und warum und deshalb ist es dann passiert. Ich bin jetzt nicht so, es hat eine gewaltige Veränderung stattgefunden. Und es geht auch darum, all die Zeiten zu sehen, in denen wir uns selbst und anderen gegenüber sehr positiv waren, freundlich zu uns selbst und zu anderen und zu Tieren zu sein und die Gesamtheit unseres Lebens zu erreichen. Denn wie du gesehen hast, ich weiß nicht, ob du schon an dem Punkt in Falling for Truth angekommen bist, wo ich meine eigene tiefe Rekapitulation durchmache, meine Rekapitulationserfahrung, und herausfinde, dass das meiste von dem, was ich für mein Leben hielt, eine gigantische Lüge war, dass ich mich fast die ganze Zeit über selbst belogen habe. Und als ich begann, die Wahrheit darüber zu erkennen, was wirklich in meinem Leben passiert war, begannen sich die Dinge drastisch zu verändern und zu erklären. Aber dieser Prozess ist sehr, sehr wichtig, denn wenn diese Wesen versuchen, dir eine Rekapitulation deines Lebens aufzudrücken, wenn du nach dem Tod einfach sagen kannst, das habe ich schon getan, verschwinde aus meinem Gesicht, kein Interesse, geh weg, du hast keine Autorität über mich. Denn das ist eine große Sache, Autorität. Weißt du, das ist eines der Dinge, über die ich spreche. Ich treffe viele Leute, die immer noch hart kämpfen, zum Beispiel gegen die Vorschriften und Regeln und die Zensur, was ich auf einer Ebene für gut halte. Aber im Allgemeinen tun sie das, weil sie glauben, dass sie hier alles ändern können. Sie glauben, dass sie hier alles in Ordnung bringen können, im Gegensatz zu dem, was ich sage. Es ist wichtig, dass ihr das tut, aber nur aus der Erkenntnis heraus, dass ihr niemals die ultimative Freiheit erlangen könnt, wenn ihr eure relative Freiheit aufgibt. Du kannst niemals die ultimative Wahrheit erlangen, wenn du die relative Wahrheit aufgibst. Du tust es also nicht, um die Realität zu korrigieren. Was du tust, ist, dass du diese Dinge tust, um dich in den, unserer Meinung nach, wichtigsten Elementen für die Gesamtheit deines Seins zu stärken. Sie wirken also wie ein riesiger Pfeil, der den Fokus darauf lenkt, wo du landen willst. Denn wenn du dich auf die materielle Welt konzentrierst, wirst du genau das bekommen. Das Materielle ist das, was du bekommen wirst. Und die Materie ist eine riesige, vergiftete, qualvolle Grube der Hölle. Das ist also in Ordnung. Wenn ihr mehr davon wollt, herzlich willkommen. Ich werde euch nicht aufhalten. Aber für diejenigen von euch, die sich entschieden haben, ich habe kein Interesse mehr an diesem Ort. Es reicht. Das wird nie wieder so sein. Dann muss euer Absichtspfeil folgendermaßen aussehen. Was ist es, was du willst? Was ist der eigentliche Fokus, der wahre Fokus deiner Absicht, deiner gesamten Energie, deiner Arbeit und deiner Zeit? Dann legst du das dorthin, den Fokus. Und wenn du das dort platzierst, dann stehst du in deiner eigenen Autorität und deinem eigenen Wissen und deiner eigenen Wahrheit. Und irgendwann wirst du in deinem eigenen göttlichen Funken stehen, der das ist, was du wirklich bist. So wird die Grundlage vieler dieser spirituellen und religiösen Lehren in den Vordergrund treten. Aber im Zuge dessen muss man an der obersten Schicht eine ganze Menge Müll abwischen. Und wenn man schließlich den ganzen Müll losgeworden ist und den einen kleinen Kern gefunden hat, der in einem steckt, wenn man diese Art von Arbeit so ernsthaft betreibt, beginnt es einen eindeutigen Sinn zu ergeben. Nebenbei wird einem dann auch gewahr, dass schon andere menschliche Bewusstseine sich diesen Erkenntnissen schon zuvor ermächtigten und oftmals bedauerlicherweise wiederum spirituelle Organisationen, spirituelle Dogmen und sogenannte Lehren daraus initiiert haben. Weißt du, und ich hatte ein massives Problem, genau wie dann auch meine Mutter, das arme Ding, mit Autorität, ein massives Problem mit Autorität, die ganze Zeit, als ich groß geworden bin. Und weil wir insbesondere Teil der alternativen Mediengemeinschaft sind, verbreiten wir hier zwar keine Angst, aber wir verbreiten Erkenntnisse und weisen auf die Lügen hin, die uns erzählt werden, aber nicht auf angstbasierte Weise.
Aber wann immer man sich solche Dinge ansieht, kann man sich zurücklehnen und wirklich sagen, Moment mal, das ist alles Blödsinn. Und wann immer ich am New Age-Ende angelangt bin, da war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, meistens folgendes. Es waren ein paar Dinge, aber hauptsächlich, was es war, dass ich herausgefunden habe, dass es sich nur um Religion mit ein paar zusätzlichen Schritten handelte. Es ging so weit, dass man an den Glauben glauben musste und sich engagieren musste, mehr als ich bereit war zu tun, was ich nie bereit war zu tun. Ich habe es einfach so in Bewegung gehalten, wie ich es in Bewegung gehalten habe und dann gesagt, okay, nun, das wird sich schon auf die Art und Weise einfügen, wie ich darüber denke. Die Art und Weise, wie es da reinpasste, bestand darin, dass es vollständig abgefallen ist. Am Ende erkennt man jedoch, dass es überall um einen herum diese kleinen Manipulationswerkzeuge gibt. Und in der Wahrnehmung dieser Dinge, da liegt deine Kraft. Ich führe jetzt Gespräche mit Leuten und füge einfach diese Linse meiner Wahrnehmung hinzu, da ich die kleinen Fallen und Geschichten sehen kann, die sie dort treiben. Sie spielen dieses Spiel in sich selbst. Und es herrscht ein Wirbelsturm, besonders in dieser Community, in der sich die Menschen um Zahlen und Monetarisierung und all diese Dinge sorgen, von denen sie glauben, dass sie ihr Wort und ihre Leidenschaften bestätigen. Und ich frage mich nur, warum? Weißt du, ich hatte neulich Abend ein Gespräch. Diese großartigen Jungs sitzen da und reden über Zahlen und alles, was sie erreichen wollen, bis hin zur Kündigung ihrer Jobs. Aber sie machen es auf diese Weise und haben wirklich einen großartigen Plan. Dabei wurde eine Menge Energie in Mechanismen gesteckt, über die sie überhaupt gar keine Kontrolle haben. Sie sitzen da und reden und ich warne davor, Inhalte zu sponsern. In der Sekunde, in der du sagst, hey Facebook, hier sind $5, die du, ich weiß nicht was auch immer, an jemand anderen weitergeben kannst, sie werden auf deinen ganzen Mist reagieren, bis du ihnen mehr Geld zahlst. Es ist ein nie endender Kreislauf und alles hängt von der Energie ab. Wenn du deine Macht jemandem anderen übergibst, worum es eigentlich geht, dann gehst du zu einem Guru oder einem Führer und sagst, ich habe keine Antworten, fülle bitte diese Lücken für mich aus. Welchen Parasiten sie dann auch immer dort einpflanzen, egal in welcher Position sie sich befinden, er kann sehr altruistisch sein und sie sind sich dessen vielleicht gar nicht bewusst, aber es liegt immer noch außerhalb von dir. Und wenn man ganz tief drin ist, wird es so verwickelt, dass es schwer wird. Es ist zu schwer und deshalb musst du es fallen lassen. Das ist das chinesische Sprichwort, von dem du in deinem Buch gesprochen hast. Seitdem die Scheune abgebrannt ist, kann ich jetzt den Vollmond sehen. Und es ist eine schöne Sache, das alles loszulassen, was man festgehalten hat, um dann zu sagen, oh wow, das ist, was wirklich übrig geblieben ist. Es ist die stärkste Kraft, die ich je gefühlt habe, Howdy, die stärkste Kraft. Ja, das stimmt. Und ich hatte das große Glück, schon früh in meiner Arbeit diejenigen zu treffen, die man als alte Lehrer bezeichnen würde. So kann man sie am besten beschreiben, denn sie haben keine Organisationen gegründet. Sie verlangten auch nie nur $1 von mir. Obwohl sie von mir erwarteten, dass ich etwas gebe, sei es Zeit, Energie, Arbeit oder sonst was. Es gab immer einen Austausch, aber sie haben nie gesagt, dass es so und so sein muss. Es war einfach so, wie zum Beispiel bei einem der Medizinmänner, den ich zum ersten Mal traf. Sorry, ich erzähle das öfter. Da sollte ich hingehen und ihn treffen, weil ich halt anfangen wollte, etwas über die Schwitzhütte und die Medizin der Eingeborenen zu lernen. Also bin ich dann zu seinem Haus gegangen, klopfte an die Tür und er sagte, wer ich denn sei und wer mich zu ihm geschickt habe. Ich setzte mich hin, aber er bot mir nichts an. Er bot mir nicht einmal ein Getränk oder ein Essen an. Er ging einfach und fing an, hier drüben etwas zu reparieren. Dann arbeitete er an etwas anderem und Leute kamen rüber. Er sprach mit ihnen, er hat telefoniert. Er hat mich buchstäblich völlig ignoriert. Und nach etwa 2 oder 3 Stunden fragte ich mich, ja, soll ich jetzt gehen? Soll ich jetzt bleiben? Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte, denn ich wurde buchstäblich ignoriert. Und dann wurde mir klar, naja, weißt du was, ich bleibe einfach sitzen. Ich bleibe sitzen, bis er mir sagt, dass er mich hier nicht haben will. Also wartete ich einfach. Ich saß buchstäblich da und wartete. Und nach etwa 5 Stunden kam er schließlich zu mir und sagte, okay, komm morgen um 10 Uhr wieder, dann fangen wir mit dem Unterricht an. Er testete mich, um herauszufinden, wofür ich da war. War ich wirklich dort, um zu lernen? War ich bereit, einfach zu warten, bis, du weißt schon, und so machen es viele von ihnen. Bei den einheimischen Traditionen wird man auf die Probe gestellt. Sie testen in gewissem Sinne, wozu man wirklich da ist. Bist du dort, um etwas zu bekommen, es von ihnen zu stehlen und ein paar Dollar damit zu verdienen? Oder bist du dort, um wirklich etwas über deine Reise und dein eigenes Selbst zu lernen?
Ich hatte das große Glück, von Anfang an solche Menschen um mich herum zu haben. Das hat mir geholfen, mich sehr schnell von vielen zu trennen, von denen ich wusste, dass ich ihnen überhaupt nicht zuhören wollte. Und dann gab es eine Gruppe, bei der ich dachte, okay, die könnten interessant sein. Und dann musste ich mich sehr darauf konzentrieren, wen ich hören wollte und wen ich nicht hören wollte. Ich bin also sehr dankbar, nicht nur für das, was sie mich direkt gelehrt haben, sondern auch für die allgemeinen Ideale, wem man überhaupt zuhören sollte, um seinen Weg zu finden. Dazu hast du noch eine schöne Geschichte, ich glaube in Falling for Truth, über den Schweiß und die Mühe, die du da erlitten hast, da bei dieser Aktion. Da war dieser Typ, der baute das Zelt ab und musste alles sauber machen und reinigen, und alle waren am Ende und haben gesagt, ja, okay, wir machen eine Wanderung oder wir gehen hinunter zum Fluss. Aber du bist geblieben und hast ihm beim Aufräumen geholfen, und das war ein ziemlich altruistischer Grund, warum er es überhaupt tun wollte. Der dachte sich, hey, schau, all ihre Ängste und Zweifel und alles, das ist von den anderen, von den vorherigen Besuchern übrig geblieben. Ich muss das reinigen, wir müssen das beseitigen, damit es sich nicht wieder an uns festklebt oder festhält. Deswegen hat er das sauber gemacht. Aber diese Unterbrechung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten und die Mühe, das war faszinierend. Aber ja, also du hast es halt dann als das gesehen, was es ist. Und nochmals, das geht darum, die Art und Weise, wie man sein Leben lebt. Tatsächlich bin ich heute Morgen wegen dir zum ersten Mal überhaupt rückwärts gelaufen, hier draußen, durch dieses Labyrinth, von dem ich dir schon erzählt habe, durch das ich täglich durchlaufe. Und das hatte mit deiner Methode dieses Musterdurchbrechens zu tun, und indem ich jetzt rückwärts gelaufen bin. Oder solche Sachen, zum Beispiel, dass du deiner Freundin mitteilst, dass du im Schrank schlafen wolltest und all solche Sachen. Und das ist diese ernsthafte, einschneidende Musterunterbrechung. Ich habe tatsächlich eins, was ich mit dir teilen kann. Ich habe dieses kleine Ding hier bekommen. Weißt du, was das ist? Na, ist das nicht toll? Das ist ein Furzmacher. Aber das ist meine Musterunterbrechung. Die Dinge eignen sich hervorragend für Aufzüge oder für ernsthafte Zeiten, eben mit Menschen, die zum Beispiel in der Schlange stehen oder gestresst sind, und du hast das so in der Tasche, dann feuerst du einen ab und stehst dann einfach da. Es ist eine schöne Sache, diese Realität in gewisser Weise wirklich trollen zu können. Und so sieht die andere Seite dieses Nihilismus aus, dieser Absurdismus, oder? Wo man das alles urkomisch empfindet. Weißt du, ja, es ist beängstigend, aber es ist auch lustig. Ich denke, das ist ein weiteres Zitat, was du in deinen Büchern verwendest. Ja, deshalb bin ich sehr neugierig, weil mir immer noch nicht klar ist, wer wir sind und wie zur Hölle wir hierher gekommen sind. Und wie sind wir in diese Falle geraten? Also es sind insgesamt 7 Fragen in einer. Ich hoffe, du bist bereit. Also, wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Wer zur Hölle sind wir wirklich? Und wie wurden wir getäuscht? Oder haben wir uns sogar ehrenamtlich dafür zur Verfügung gestellt? Und wird unsere Erkenntnis unsere Eintrittskarte sein, also uns den Ausweg hier raus zeigen? Oder müssen wir zusätzlich noch viel kämpfen? Ich möchte jetzt nicht zu tief darauf eingehen, weil ich hoffe ja, dass das nächste Buch von mir dann beginnen kann, darauf Antworten zu geben. In gewisser Weise beantworte ich es jetzt dennoch. Ich schreibe das Buch in erster Linie für mich selbst, um einfach sicher zu sein. Und selbst jetzt, auch wenn ich nicht zu viel sage, möchte ich zumindest das Gefühl haben, hinter dem stehen zu können, was ich hier sage. Ich kann also sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es genau das ist. Also, was ich sagen möchte. Es scheint also, als ob das, was wir wirklich sind, etwas ist, das, was nicht aus dieser Matrix, nicht aus Platons Höhle stammt. Ich meine also alles, also jedwede sogenannte Realität, jedweder Raum darin. Ich meine, so groß, wie du es dir nur vorstellen kannst, und noch größer. Das ist dieses gesamte Universum. Und wir sind nicht von hier. Da wir also nicht von hier sind, sind wir auch technisch gesehen nicht an die hier herrschenden Gesetze und Regeln gebunden, wenn wir das tiefgreifend verstehen. Wie sind wir also überhaupt hier reingekommen? Die einfache Antwort wäre, dass es so aussieht, als ob wir ausgetrickst worden sind. So würden es beispielsweise auch die Katarer erklären. Diese Gruppe aus Südfrankreich, die würde sagen, dass es sich um einen Trick handelte. Der Demiurg oder Teufel oder Satan, wie auch immer man es nennen will, hat göttliche Funken ausgetrickst und dazu verleitet, mit einer Art Versuchung in dieses Reich zu kommen. Und
Dann könnte man sagen, er verschloss den Ausgang, sobald wir hier drin waren. Oder in einer anderen Idee dazu, der gnostischen Texte, diese deuten darauf hin, und dies ist wahrscheinlich korrekter, dass es ein Problem gab mit diesem Bereich. Dass also mit dem Bereich, welchen der Demiurg erschaffen hatte, niemals etwas diesen Bereich wieder verlassen konnte, also kein einziger Schöpfungsfunke. Sie hatten also Formen, aber sie konnten nicht wirklich etwas Schöpferisches tun, denn dazu brauchten sie Lebenskraft, um es überhaupt geschehen lassen zu können, also um es überhaupt schöpfen zu können. Und aus einer Kombination von Eva, also Eva im eigentlichen Sinne, gar keine Frau, Eva ist in Wahrheit das Licht einer Lebensessenz, welche zusammen mit dem göttlichen Funken ursprünglich hier hereingebracht wurde. Es gibt also schon diese Kombination aus Männern und Frauen, welche gewissermaßen als unterstützende Helfer hierher gekommen sind. Denn zu diesem Zeitpunkt könnte es noch so gewesen sein, dass der Demiurg möglicherweise nicht die böse Kreatur war, wie wir sie heute kennen. Wohlmöglich war er zu dieser Zeit nur verwirrt, aber noch nicht wirklich böse. Also sind wir eigentlich nur hierher gekommen, um Hilfe anzubieten. Ich vereinfache das jetzt alles. Natürlich müsste man dazu eigentlich etwas wie das Apokryphon des Johannes, das Judas-Evangelium und eine wirklich sorgfältige Terminologie davon lesen. Und als dann dieses Leben auf Erden begann, passierte etwas mit dem Demiurgen und der Demiurg wurde, sagen wir mal, bösartig, er wurde krank. Und innerhalb seiner Erkrankung wurde ihm klar, beziehungsweise es fühlte sich für ihn so an, dass, wenn die göttlichen Funken aus seinem Reich verschwinden würden, auch die Kraftquelle für seine gesamte Matrix verschwinden würde. Also erfand er ein sehr bizarres und ausgeklügeltes Fallensystem. Und gleichzeitig, wenn man das wie eine Computersimulation betrachtet und darüber nachdenkt, wie riesig, massiv eigentlich das ganze Universum tatsächlich ist, ich meine damit jetzt eben nicht ausschließlich das physikalische Universum, ich meine damit auch das Universum mit seinen vielen Dimensionen, dann wäre diese Energiemenge, die ein solches Computersystem benötigen würde, um das alles zu simulieren, enorm. Wenn diese, also der Demiurg mit seiner Gefolgschaft, wenn diese dann jedoch einen Weg finden könnten, all die Kreaturen und Wesen, welche sich bereits in ihrer Simulation befinden, dazu zu bringen, die Kraft zu erzeugen, welche die Simulation selbstständig am Leben hält, dann wäre das zwar äußerst krank, aber auch bösartig genial. Und ich denke, das ist es, was vom Demiurgen geschaffen wurde. Und was Robert Monroe in seinen Büchern angesprochen und Lush genannt hat, ist ein Begriff für diesen permanenten Energieentzug, welcher ständig zwischen allen Wesen im System stattfindet. Der eigentliche Hauptzweck dieses Prozesses besteht darin, immer wieder in das System zurückkehren zu müssen und es dadurch auch am Laufen zu halten. Deshalb versuche ich, eine sehr schwierige Reihe von Antworten auf all diese Fragen vereinfacht zu beantworten. Aber das ist meiner Meinung nach der wichtigste Ausgangspunkt zu verstehen, also für jeden, der sich damit befasst. Es zeigt mir auch, dass gerade das sehr wichtig ist, zu verstehen an dem Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Denn was mein Verständnis betrifft, ist diese Simulation, die wir kennen, gar nicht so alt. Das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit, aber ich vermute es. Meiner Meinung nach ist diese aktuelle Simulation wahrscheinlich mehr als 200 und vielleicht höchstens 500 Jahre alt. Die aktuelle Simulation geht jetzt zu Ende. Sie bereiten sich aktuell auf den Punkt vor, genau wie damals, als die vorherige endete. Und ich denke, diese aktuelle Simulation wird genau dann enden, wenn das System so stark gewachsen ist, dass es aufgrund seiner Struktur nicht mehr genug Energie aus der bestehenden Simulation ernten kann. In gewisser Weise muss sie dann also für kurze Zeit abgeschaltet werden und eine neue Simulation gestartet werden, welche andere energetische Konstrukte bzw. ein anderes Energiesystem aufweist. Deshalb haben wir am Anfang auch über Geschichte gesprochen, obwohl ich mich nicht mehr darauf einlassen wollte. Eigentlich beschäftige ich mich nicht mehr mit Geschichte, schon gar nicht mit Geschichte weiter als 200 Jahre zurück. Auch nicht mehr mit dem alten Ägypten, weil ich inzwischen verstanden habe, dass diese Geschichte aus einer ganz anderen Simulation stammt. Nicht einmal mehr historisch gesehen aus unserem eigenen Bereich. Und das kann daher niemals übereinstimmend sein. In gewisser Weise konnte ich also nur etwas generell über Simulationen lernen. Wenn man jedoch erkennen kann, dass es sich bei all den historischen Geschehnissen stets um diverse Simulationen handelte, und sobald es eine neue Energiequelle brauchte, dann entstand eben eine neue Simulation. Und ja, dann wird plötzlich alles selbst erklärt, was wir gerade durchmachen. Nun, all diese, wir nennen sie einmal totalitären Systeme, der ganze Wahnsinn, die absolut verrückten Ideen und was auch immer sonst noch im Umlauf gebracht wird,
sind nicht für diese aktuelle Simulation gedacht. Es hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was aktuell geschehen ist. Es bereitet lediglich die nächste Simulation vor. Simulation bedeutet also, dass es auf etwas Bestehendem aufbaut, eine Art Vorlage. In gewisser Weise könnte man also denken, dass alles in Ordnung sei. Lass uns mal darüber sprechen, wo wir uns gerade befinden. Vor dieser aktuellen Simulation gab es also irgendwann ebenfalls eine Momentaufnahme der letzten Simulation, man könnte sagen, wie eine perfekte und vorbereitete Voreinstellung. Und dann setzten sie genau diese perfekt vorbereitete Momentaufnahme einfach in eine neue Kodierung oder was auch immer ein und legten los. Und genau das werden sie tun. Auf diese Weise erstellen sie also keine vollkommen neue Simulation, sie machen lediglich eine Momentaufnahme davon, stecken diese dann in das nächste Kodiergerät und schon haben sie eine neue Simulation. Wenn zum Beispiel du oder irgendjemand etwas in einem nächsten Simulationsprogramm bräuchte, dann würdest du das nicht erst in der nächsten Simulation anfangen einzubauen, sondern du würdest es schon in der aktuellen Version vorbereiten und sodass du es dann nur noch, wenn die neue hochgefahren ist, einfügen müsstest. Sie würden also im wahrsten Sinne des Wortes automatisch schon jetzt eine Kopie davon erstellen, während parallel die neue Simulation aufgebaut wird. Das sind die Dinge, die auf uns zukommen. Also beziehungsweise der Kern von all dem ist der Transhumanismus. Den brauchen sie wiederum, um Menschen zu einem Roboter zu machen und nicht mehr den Menschen als Mensch mit Geschlechtszugehörigkeit, welcher ja derzeit noch energetisch so vorhanden ist. Also zum Verständnis, wenn ich hier also ein System habe und eine Person oder eine Sache habe, dem ich Energie entziehe, dann ist das so, weil es den sogenannten Raum gibt. Energie geht aufgrund eines Raumes, in welchem diese sich befindet, automatisch verloren. Das ist reine Wissenschaft, oder? Wenn ich das also mache, wenn ich beides, Raum und Lebensenergie, beziehungsweise Lebewesen, miteinander kombiniere, muss ich also nicht mehr weiterhin Energie extrahieren. Ich habe dann folglich keinen Energieschwund mehr, weil das System, das extrahiert, und die Sache, aus der ich etwas extrahiere, sind eins, sind eine Einheit geworden. Und ich denke, das ist der Kern dessen, was vor sich geht. Und wir können bereits beobachten, wie sich bereits jetzt schon Lebewesen direkt in das System integrieren, sodass es keinen Energieverlust mehr gibt. Und ich denke, so wird die gesamte nächste Simulation aussehen. Und sie haben bereits schon so viele Menschen für und zu diesem sogenannten 5D-Aufstieg verleitet und auch vorbereitet. Es wird diese wundervolle Zeit sein. Wir werden unsere Frequenz und unsere Schwingung erhöhen. Und für mich bedeutet D Dimension. Es bedeutet auch Tiefe. Es bedeutet, dass jedes D bedeutet, dass man immer noch tiefer im Treibsand der Matrix versinkt. Ich möchte also nicht zu 5D wechseln, ich möchte zu 1D wechseln, weil 1D eher der ursprünglichen Dimension entsprechen würde, also dem geringsten Teil der Tiefe in dem Treibsand. Dies ist also dem Verlassen der gesamten Simulation am nächsten. Also ich bin nicht so besorgt. Ich muss mich lediglich aus der nächsten Simulation heraushalten. Ich muss mich von 5D fernhalten. Eigentlich möchte ich zurückgehen, um zumindest zu 1D zu gelangen und dort mit dem letzten Teil des Prozesses zu beginnen. Aber all diese Dinge werden Teil der Täuschungen sein, die sehr bald gespielt werden. Ich denke, dass die Simulation in unserem Zeitrahmen enden, 1 bis 5 Jahre. Irgendwann innerhalb dieses Zeitrahmens wird die gesamte aktuelle Simulation enden. Beides in Verbindung bedeutet jedoch auch, dass es vergleichsweise einfach die größte Gelegenheit für göttliche Funken sein wird, die Simulation zu verlassen. Denn sobald sich eine Simulation abschaltet und herunterfährt, wird es automatisch diesen Sekundenbruchteil geben, in dem überhaupt keine Simulation mehr läuft. Wer dann also bewusst ist und in seinem Bewusstsein verweilt zu diesem Zeitpunkt, egal ob er lebt oder tot ist, wird in diesem Raum die Möglichkeit haben, entscheiden zu können, dass er oder sie nach Hause gehen kann. Es ist also eigentlich der schönste Moment, den jeder hat, wenn deine innere Berufung darin besteht, zu dem zurückzukehren, was wirklich echt und wahr ist, dann ist es dann die größte Chance, die wir haben werden. Die nächste Simulation wird viel, viel grauenhafter sein als die aktuelle. Egal wie schlimm du diese hier finden magst, die nächste wird schrecklicher sein. Also, geht jetzt raus, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Wenn die Simulationen für einen Moment stoppen, dann weißt du, da ist deine Chance, nach Hause zu gehen.
Okay, wie wird es sich für uns abbilden, so nach Hause zu gehen? Wie wird das für uns aussehen, nach Hause gehen zu können? Was ist es also genau? Glaubst du, dass es in unserem Leben noch einen Moment geben wird, wohin wir auch immer gehen werden, ob es etwas physisch Wahrnehmbares sein wird oder wo wir dann wissen werden, oh, jetzt ist der Moment, wo es rausgehen kann? Oder vermutest du eher, dass es während eines Sterbeprozesses geschehen könnte und wir uns dann in der Lage befinden, der Seelenfalle hier widerstehen zu können? Nun ja, nicht unbedingt. Ich meine, wenn ich zum Beispiel heute sterben würde, nun, solange ich nicht erneut reinkarnieren würde oder auf eine andere Weise innerhalb dieser Matrix an einem bestimmten Ort bliebe, wäre ich sicher. Manche nennen es Nirvana oder die Leere jenseits vom Matrix-Bewusstsein oder so. Es gibt noch weitere Räume, welche definitiv keine solche reinkarnierenden Räume sind. In solchen könnte man auch verweilen und auf die Gelegenheit warten, bis sich diese anbietet. Wie die Gelegenheit tatsächlich aussehen wird, weiß ich nicht, beziehungsweise wie es erlebt werden könnte, ich weiß es nicht. Aber eines hat Herr Park, dieser Mönch, einmal zu uns gesagt, als wir erneut wieder bei ihm waren, am 11. September 2001. Und als eine ganze Menge Leute befürchteten, dass es zum Dritten Weltkrieg kommen würde, und was machen wir dann bloß? Mr. Park sagte nur, nun, bleibt einfach mit eurem Geist verbunden, denn wenn dann etwas passieren muss, wird der Geist mit euch sprechen und es euch genau sagen, was ihr tun könnt. Ja, das sagte er. Und dann vertraust du ihm einfach und tust es auch. Dann haben wir ihn gefragt, und was tun wir jetzt? Und er sagte, nun ja, übt jetzt mit dem Geist zu kommunizieren. Ich dachte, oh ja, richtig, es spielt wirklich keine Rolle, ob der Dritte Weltkrieg beginnt oder nicht. Die Kommunikation mit dem Geist zu üben, bleibt so oder so. Warum sollte ich heute irgendetwas abweichend dazu tun als am Tag zuvor? Also machten wir einfach wieder unsere Übungen. Ich vermute daher, dass es damit ziemlich vergleichbar sein wird. Natürlich wird es zunehmend immer chaotischer und immer verrückter werden in dieser Matrix. Ich meine auch darüber hinaus, was sich irgendjemand überhaupt vorstellen kann, wenn diese Simulation zu Ende geht. Und all das wird nur eine weitere äußere Ablenkung sein. Das ist einer der Gründe, warum Sie, und mit Sie sind wahrscheinlich die Machtinhaber der Matrix gemeint, das ist einer der Gründe, warum Sie wollen, dass es so chaotisch wird, denn dann liegt die Fokussierung wieder einmal im Außen und nicht in Verbindung mit unserem wahren Sein. Wenn also dieser Moment gekommen ist und jemand sich bereits bewusst ist, jemand, dessen Hauptfokus bei 80-90% wird, innerhalb des wahren Beobachterbewusstseins, dann wird man spüren und wahrnehmen, wenn die Türe sich öffnet. Man wird die Gelegenheit wittern, wahrnehmen zu können, und in diesem Moment kann man seine Entscheidung treffen. Wenn man sich jedoch nur auf das Außen konzentriert oder darauf, was man tun muss, um hier zu laufen, dort zu laufen, dann wird man die Gelegenheit verpassen. Carlos Castaneda hat über diese Art von Idee ein ganzes Buch mit dem Titel Kraft der Stille geschrieben, in dem es um das geht, was er die Absicht nannte, die uns Türen öffnet, um in völlig andere Bereiche vorzudringen. Man könnte sagen, völlig andere Möglichkeiten. Jedoch muss man auch sehr aufmerksam und präsent genug sein, um zu spüren, wann die Türe im Begriff ist, sich zu öffnen. Ansonsten könnte man diese Öffnung verpassen. Das ist mehr als nur eine Idee oder Ahnung in diesem Moment zu haben. Es bewegt sich in einem größeren Umfang, welcher in diesem Buch von Carlos Castaneda gut beschrieben wird. Und das ist jetzt nur, was ich darüber denke. Jedoch, dieser Denkprozess führte mich dazu, meine gesamten Untersuchungen führten mich zu dem Gefühl, dass es in diesem Moment nur noch unsere Aufgabe sein wird, diese Türe zu erkennen, wenn sich diese Gelegenheit anbietet. Und es könnte auch gut sein, dass meine Tür eine andere ist als deine Tür. Selbst dann, wenn ich es also genau wüsste, wie meine Tür aussieht, dann würde es nichts bringen, dir das zu sagen. Einfach deshalb, weil deine Tür für dich vielleicht völlig anders aussehen würde. Deshalb wollen wir uns auch hier nicht zu sehr austricksen, indem wir jetzt vor der Öffnung lediglich mutmaßen, wie diese sich abbilden könnte. Es geht im Grunde nur darum, ob wir bis dahin ausreichend genug gelernt haben, dem Bewusstsein zu vertrauen, welches wir wirklich sind. Und habe ich bis dahin wirklich gelernt, auch auf dieses zu hören, also auf das, was ich wirklich bin? Du hast vorhin erwähnt, dass zum Beispiel die Bhagavad Gita oder die Nag Hammadi-Schriften und ähnliches wahrscheinlich aus älteren Zeitlinien und somit gegebenenfalls anderen Simulationen stammen. Wenn wir also in diese Zeit zurückgehen, sagen wir mal in eine ältere Version und Kopie des Hologramms, in eine Kopie einer Simulation eines früheren Zeitalters oder einer früheren Zeitperiode,
Hast du da das Gefühl, dass diese Kopie, und ich weiß, wir spekulieren hier gerade nur wild herum, aber hast du das Gefühl, dass dies wieder nur zu einer weiteren Frage geführt hat? Hast du eher das Gefühl, dass nach Kopie und Einfügung immer noch eine Verbindung zum alten Bereich besteht? Was ich damit meine, ist, dass diese Bereiche nur übereinander gestapelt wurden, etwa in gestapelter und vertikaler Zeit? Oder vermutest du, dass es sich eher um eine weitere vorprogrammierte Datei handelt, welche kohlenstoffbasiert via Einfügen hineinkopiert wurde und dass es sich um Bereich 201 und nicht mehr um Bereich 0 handelt, zum Beispiel? Vermutest du, dass es so getrennt ist? Oder gibt es auch eine Brücke zwischen beiden? Nein, ich glaube, es gibt Zeiten, in denen wir Dinge erleben, solche, welche wir jetzt erleben und die man wohl als Reset bezeichnen würde. Was ich wirklich denke, ist, dass wir einen Restart, einen Neustart vor uns haben. Kurzer Hinweis für die Begrifflichkeiten. Ein Neustart beim Rechner ist ja das korrekte Abschließen aller laufenden Programme und so weiter, ein sauberes Herunterfahren und wieder neu starten. Und ein Reset ist ja ein schlagartiges Drücken des Reset-Knopfes zurück zum Text. Was ich wirklich denke, ist, dass wir einen Restart, einen Neustart vor uns haben. Ein Reset würde ja nur bedeuten, dass etwas in der Simulation nicht so gut läuft. Wir müssen es also nur ein wenig ändern. Nun ja, weißt du, wir werfen einfach ein paar Dinge weg, übertönen sie und räumen sie auf. Womöglich ist das vielleicht im 18. Jahrhundert passiert. Wir hatten damals einen Reset, bei dem sie nur eine Menge Leute töten mussten und eine Menge Sachen zerstören mussten, sowie eine brandneue Geschichte erschaffen mussten, also eine völlig neue geschichtliche Historie. Das ist auch genau der Grund, warum es so schwierig ist zu verstehen, sobald einem klar geworden ist, dass man sich in einer Simulation befindet und viele Referenzpunkte, mit denen man beginnen kann, das zu realisieren. Woher weiß man also, dass man sich in einer Simulation befindet? Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, dass man in einer solchen Situation sich befindet. Aber sobald du erkennst, dass du dich in einer Art Simulation befindest, stellt sich die Frage, hat die Simulation eigentlich ein Startdatum? Weißt du, es gibt ja auch beim Videospiel einen Moment, in dem jedes Videospiel zeitlich beginnt. Also in einer Simulation, einem Videospiel oder irgendetwas anderem, da gab es vorher nichts. Aber in dieser Simulation gibt es eine Hintergrundgeschichte. Genau wie bei der ersten Staffel von Westworld, das Labyrinth. Ein Westworld-Roboter startete am ersten Tag, als der Park eröffnet wurde. Zunächst wurde ihnen, also dem Roboter, der Glaube einprogrammiert, dass sie vorher nur 40 Jahre gelebt hätten, was aber nie wirklich passiert ist. Diese Geschichte wurde von Anfang an, vom Start, in die Codierung integriert. War es nicht so? Unser Problem besteht also darin, dass wir nicht wissen, wann gegebenenfalls der gesamte Verlauf der Simulation hier begonnen hat, und wir wissen auch nicht, wann diese aktuelle Simulation wirklich begonnen hat. Was wäre also, wenn diese aktuelle Simulation, in der wir uns jetzt befinden, erst am 9. Juli 2007 begonnen hätte? Das würde dann im Umkehrschluss auch bedeuten, dass alles, was jemals in unserem Leben passiert wäre, lediglich eine eingefügte Hintergrundgeschichte der Westworld-Programmierung wäre und nie wirklich passiert wäre. Es wären dann lediglich Ereignisse, welche in unseren Kopf einprogrammiert worden wären. Sie wären dann ja noch nicht einmal Teil unserer eigenen realen Erfahrung innerhalb der Simulation. So seltsam wird das alles, wenn man beginnt, die Simulation zu erkennen. Die meisten Leute fangen dann an zu sagen, okay, aber die Erde ist doch laut diesen oder jenem 4000 oder 4 Milliarden Jahre alt oder was auch immer. Es ist nur eine Simulation. Es könnte sein, dass es genau so programmiert und festgezurrt wurde und integriert wurde. Wir haben noch ein weiteres Problem, über das ich auch im Buch Falling for Truth und in anderen Büchern gesprochen habe. Wir haben auch das Problem, dass wir es womöglich auch noch mit parallelen Realitäten zu tun haben. Beziehungsweise, wenn nicht mit parallelen Realitäten, dann mit Realitätsschleifen, wo es eben nicht nur ein Ich oder Du gibt. Das würde keinen Sinn ergeben. Wenn ich also einen Charakter oder eine Wesenheit in ein Experiment einbaue, welches eine Simulation ist, dann müssten ja diese Charaktere, diese Wesenheiten das Experiment mehrmals ausführen, um jetzt tatsächliche Simulationsdaten erhalten zu können. Mehr Daten. Es würde also eher Sinn machen, wenn es eine Million Ichs gibt und nicht nur ein Ich, also lediglich eine Version. Und ich selbst habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich in parallelen Realitäten gestorben bin.
Ich habe diese eigenen Erfahrungen untersucht und zum Beispiel herausgefunden, welche Berufe ich dort hatte und mit wem ich beispielsweise verheiratet war. Und alle diese ergaben irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Nichts war großartig abweichend zu meinem sogenannten jetzigen Leben, abgesehen von vielleicht ein oder zwei Abweichungen im Vergleich. Vielleicht eine kleine Abweichung hier und eine kleine Abweichung dort, jedoch relativ vergleichbar mit meinem jetzigen Leben. Und all das fühlt sich für mich absolut schlüssig an. Es kommt mir also so vor, und das nicht erst, als ich diese Erfahrungen machte. Als ich mich also selbst in diesem speziellen parallelen anderen Leben sterben sah, und ich behaupte nicht, dass es eine parallele Wirklichkeit sein muss, es könnte auch nur eine Realitätsschleife sein, oder? Wir könnten uns auch in einer Art Zeitschleife befinden, vergleichbar mit beispielsweise einer zehnteiligen Version des Romans Replay von Ken Grimwood, in dem wir einfach nur den Murmeltiertag wieder und wieder erleben. Auch das ist möglich. Kurzer Hinweis, in USA und Kanada ist das ein Feiertag, bei uns auch bekannt geworden durch diesen Film Täglich grüßt das Murmeltier. Wir tendieren alle dazu, unser Leben ständig und immer wieder zu überdenken. Aber wenn du zum Beispiel nachts einen Traum hast und dieser Traum wirklich sehr, sehr lebendig ist, dann ist das wirklich ein Erlebnis. Und ich hatte einige davon. Erstaunlicherweise hatte ich häufig ähnliche Erlebnisse mit den gleichen Menschen in diesen Träumen. Und als ich aufwachte, wurde mir bewusst, oh ja, ich erinnere mich wieder an dieses Erlebnis im Traum und ich machte weiter mit meinem Tag. Und plötzlich wurde mir bewusst, Augenblick mal, diese Erfahrung hatte ich in dieser Existenz hier nie. Ich träumte etwas, was nie erlebt wurde und also eigentlich kenne ich diese Leute gar nicht. Und andererseits sind mir diese Leute aus den Träumen und wiederholten Träumen mit diesen Menschen doch so vertraut und ich habe diese Erfahrungen also irgendwie doch gemacht. Und dann hatte ich diese inneren Kämpfe mit mir am darauffolgenden Morgen. Aber wie kann denn das sein? Und ich weiß, wenn ich mit Menschen darüber sprechen wollte, also mit ihnen darüber sprechen wollte, ob sie auch in Träumen diese Erlebnisse hatten, ob sie sich erinnern, sich an irgendetwas erinnern, dann würden sie wahrscheinlich sagen, wovon redest du? Und ganz speziell auch, was meine eigenen Nahtoderfahrungen betrifft, die ich selbst erlebt habe, da wurde mir bewusst, dass das, was passiert, wenn ich träume, offensichtlich in parallelen Realitäten mündet. In Realitäten, wo verschiedene Leben gegenseitig ineinander münden. Ich sehe also einerseits etwas, was ich in der Figur namens Howdy Mikoski erlebt habe. Er hat also in seinem Leben diese Erfahrungen gemacht, aber nicht der, welcher ich in diesem Übergang dann bin. Eine andere Figur hatte diese Erfahrung, Howdy Mikoski. Mein Bewusstsein oder mein Gewahrsein hatte sich also gerade in diesem Moment von mir zu diesem anderen Bewusstsein verlagert. Auf der einen Seite ist diese Nahtoderfahrung in gewisser Weise eine reelle Erfahrung gewesen, auf der anderen Seite ist es für meine Wahrnehmung hier im Vergleich keine irreale Erfahrung gewesen. Wenn man also anfängt, all diese Perspektiven in das einzubeziehen, was wir Matrix-Realität nennen, dann beginnt man automatisch zu erkennen, dass es im Grunde genommen kein Wunder ist, dass unsere Leben so vermurkst sind. Denn weißt du, wenn man zum Beispiel einmal davon ausgeht, dass es womöglich ungefähr nur 10 Millionen Menschen gibt, also 10 Millionen verschiedene Leben, und damit erhalten sie 10 Millionen verschiedene Datenpunkte für ein riesiges Simulationsexperiment. Hinweis, die 10 Millionen Menschen beziehen sich auf Menschen mit göttlichem Funken. Die Gnostiker gingen von 90% NPCs aus vor ca. 25 Jahren. Zurück zum Text. Na, wer hat mir das gesagt, als wir angefangen haben? Wer hat mir diese Informationen gegeben für meinen Lebensweg? Das kann einen also auch ziemlich aus der Fassung bringen und es hat mich auch eine geraume Zeit in bizarre Emotionen gestürzt. Manchmal fiel es mir auch schwer, wieder herauszukommen, je mehr ich erkannte, wie die Dinge wirklich zusammenhängen. Aber ich musste einiges davon erkennen, um schließlich an den Punkt zu gelangen, an dem ich heute darüber sprechen und es bequem anderen präsentieren kann, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben und irgendwie erkennen, dass sie nicht verrückt sind. Diese anderen sehen tatsächlich auch, wie die Realität, in Anführungszeichen, aufgebaut ist. Ich glaube also, dass es am Ende dieser Simulation wahrscheinlich drei Optionen gibt. Option 1. Einige göttliche Funken der Wahrheit werden die Matrix verlassen und nach Hause gehen. Nicht viele, aber einige werden es schaffen. Einige andere werden in die nächste, schrecklichere Simulation einsteigen. Hinweis, die Quanten-KI-gesteuerte. Vermutlich wird es auch eine dritte Gruppe geben, von der ich glaube, dass sie noch nicht in der Lage oder bereit sind, beziehungsweise noch nicht den Weg nach Hause gehen wollen.
Sie sind einerseits nicht daran interessiert, in die nächste Simulation zu gehen, jedoch auch noch nicht den Weg nach Hause. Diese wählen, bewusst oder unbewusst, also eine Zeitschleife zurückzugehen. Ich erinnere mich an deine Frage, Brandon. Wird es so etwas wie eine Brücke oder was auch immer zu anderen Zeitlinien oder alten Simulationen geben? Was meiner Meinung nach passiert ist, ist genau das. Sobald die neue Simulation erstellt ist, wird die alte Simulation mit allem, was noch übrig ist, zurückgehen in etwa auf die Zeit vor ca. 500 Jahren oder vor ca. 1000 Jahren, bis genau zu dem Punkt, wann auch immer diese Simulation begann. Ja, das wird also eine Schleife sein. Und dann wird es eine Menge Leute geben, die vermisst werden. Einige sind zur nächsten Simulation übergegangen. Einige wenige Schöpfungsfunken haben die Höhle gänzlich verlassen. Es wird also Zeit. Wir müssen also sogenannte NPCs bauen, sogenannte Nichtspielercharaktere, also Figuren, welche die Rollen von Wesen übernehmen, die nicht mehr da sind, um die Geschichte in der Simulation am Laufen zu halten. Gibt es also viele NPCs auf unserer Welt? Ja, es gibt eine große Menge NPCs auf unserer Welt. Aber das liegt daran, dass in all den verschiedenen Schleifen einige Wesen mit Schöpferfunken waren, welche zwar diese Simulation verlassen haben, aber davon sind auch einige wieder in eine andere Simulation übergegangen, allerdings nicht in die, zu der diese hier übergehen wird. Was wiederum auch nicht bedeutet, dass andere Schleifen inzwischen nicht wieder zu ganz anderen Simulationen übergegangen sind. Sobald man dies also in diese weite Perspektive bringt, kommt man unwillkürlich zu dieser Erkenntnis, wovon ich im zweiten Kapitel von Exit the Cave auch gesprochen habe. Man könnte die Höhle ewig studieren. Die Höhle, also Platons Höhle, ist so gigantisch groß und so komplex und so detailliert, dass man sie ewig studieren kann. Und manche tun es. Und einige werden buchstäblich ein Leben lang damit beschäftigt sein, die Höhle zu studieren. Absolut, man muss die Höhle eine geraume Weile studieren. Man muss herausfinden, wie die Dinge hier funktionieren. Sie müssen herausfinden, wie sie die Höhle ein wenig zu ihrem Vorteil manipulieren können, damit sie ihre Energie so steuern können, wie sie es brauchen. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man sagt, okay, ich weiß genug über die Höhle. Ich muss die Höhle nicht mehr studieren. Ich muss den Ausgang und den Heimweg studieren. Und das ist wieder eines der größten Abenteuer. Sobald jemand das also ernsthaft versucht, dann ist es so, als ob das Matrix-System sich auf ihn oder sie konzentriert und sagt, oh, lasst uns diesen Müll auf sie oder ihn werfen, denn das ist das Einzige, was die Matrix nicht will, dass du nach einem Ausgang suchst. Für das Matrix-Konstrukt, du kannst so ziemlich alles andere tun, aber die Möglichkeit, dorthin zu gehen, wird es wirklich sehr, sehr schwierig machen. Also sinngemäß, sobald man eine Möglichkeit gefunden hat, herauszukommen, dann wird es dir hier schwer gemacht. Und deshalb brauchen wir eine enorme Absicht, eine enorme unbeugsame Absicht und enorme Klarheit und eine enorme Menge an eigener verfügbarer Energie. Es ist faszinierend, was du über das Zurücksetzen der Simulation gesagt hast. Schauen wir uns mal die Bilder von den Weltausstellungen aus dem 19. Jahrhundert an. Ich habe mir viele Dinge angesehen, die du auch durchgegangen bist, und Matt von Great Deception, den kennst du auch, er geht diese unglaublichen Bilder durch mit diesen schlammigen Straßen, erstaunlichen Gebäuden, mit wenigen Menschen darauf zu sehen. Und dann gibt es diese Darstellung von den Findelkindern. Da werden wir mit dem Konzept bekannt gemacht, dass wirklich hunderttausende Kinder einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind. Waisenkinder, also die dann in Eisenbahnzüge verfrachtet und in der gesamten USA verteilt wurden. Also was ist wahrscheinlich? Wahrscheinlich ist, dass NPCs diesen Ort für die Menschen mit göttlichem Funken vorbereitet haben, die in dieser Art Kohlkopfbeet dann geboren wurden. Weißt du, tatsächliche Felder mit Kohlkopfbabys, die dann da herausspringen und dann in Züge geworfen werden und dann hinübergerauscht sind in die Städte. Denn so heißt es. Viele Leute sagen, und du stimmst wahrscheinlich auch darin überein, dass die Weltausstellungen Indoktrinationsperioden der Auslöschung der alten Mentalität und der Einführung der neuen Weltordnung waren, der neuen Art und Weise, wie die Dinge funktionieren sollten, eben des neuen Wahrnehmungsmanagements. Es gab Propagandamaschinerien. Ich finde es jetzt natürlich so interessant, weil ich das Buch darüber 2019 geschrieben habe. Ich habe es geschrieben, bevor überhaupt dieser ganze Wahnsinn begann.
Es war also sehr erstaunlich, dass ich über Resets und Dinge sprach, die bereits im Buch enthalten waren, bevor das alles ab ca. 2020 passierte. Es war ein wertvolles Werkzeug für mich. Es war tatsächlich ein sehr wichtiges Werkzeug für mich, dieses Buch zu schreiben und auf etwas einzugehen, das ich so faszinierend fand. Dies ist ja auch, wodurch ich vor einiger Zeit recht bekannt geworden bin. Aber jetzt finde ich noch viel interessanter, dass das Thema geradezu explodiert. Also die Weltausstellungen sind ja in aller Munde. Alle diese Menschen machen Videos darüber. Aber es ist so, als wäre ich irgendwie in Vergessenheit geraten. Und sogar diejenigen, die vor mir zu diesem Thema forschten, weißt du, Menschen wie John Levy oder die Menschen, die vor ihm daran forschten. Es gab noch Leute vor ihm, zum Beispiel den Russen Philipp. Er war ein Original. Dann gab es auch eine Frau, Sylvie. Es gab verschiedene Leute vor etwa 7, 8 bis 10 Jahren, die mit den Nachforschungen begannen. Das Thema und die Originale sind in Vergessenheit oder in den Hintergrund geraten, aber das ist in Ordnung. Weißt du, es ist in Ordnung, aber ich finde es einfach interessant, dass es so funktioniert. Die neue Generation nimmt die Arbeit auf und vergisst manchmal sozusagen die alte Generation zu erwähnen, die sie dorthin gebracht hat. Ich versuche das zu tun, weshalb ich auch die Dinge wie Wayne Bushs Webseite erwähnt habe. Wayne Bushs Webseite war für mich wertvoll, weil sie mir dabei geholfen hat, Exit the Cave zu schreiben und auch seine Arbeit zu verstehen, während ich meine Arbeit gemacht habe. Deshalb halte ich es immer für wichtig, dass die Leute uns mitteilen, wo versäumt wird, die Quelle zu nennen. Denn wir sprechen natürlich über meine eigenen Erfahrungen mit meiner eigenen Arbeit, die ich zur Verfügung stelle. Aber es gibt auch Dinge, die von anderen Leuten stammen. Stellt also sicher, dass auch die Quelle geteilt wird. Aber ja, die Weltausstellungen würde ich als Indoktrinationszentren einstufen, bevor es Filme, Fernsehen oder andere Möglichkeiten gab, eine große Menge Menschen massenhaft zu programmieren. Die Weltausstellungen waren eine großartige Möglichkeit, dies zu tun, indem man eine grundlegende, ähnlich funktionierende Sache nimmt und immer wieder überall auf der Welt verteilt. Die Leute, die zu den Weltausstellungen kamen, mussten reich sein und zur Elite gehören, denn einfacheren Menschen war es kaum möglich, zu diesen Messen zu gehen. Denn diese vermögenden und einflussreichen Besucher der Ausstellungen wären alles Lehrer für die Masse, Universitätsprofessoren und Leute mit Einfluss irgendeiner Art. Für diese Masse, wie du es sagst, diese Gruppe von Waisenkindern oder diese riesige Gruppe von Einwanderern oder diese riesige Gruppe von wem auch immer, die plötzlich also in die Städte geschoben wurden und die dann zu den Leuten gehen werden oder würden, die gerade von der Weltausstellung kommen oder gerade auf der Weltausstellung waren. Und dann sagen, ich kann Ihnen Geschichte beibringen, weil ich gerade auf der Weltausstellung war. Und man mir im Smithsonian Museum alles darüber erzählt hat, was im US-Bürgerkrieg mit George Custer passiert ist. Nun, das muss ja wahr sein, denn er ist der Lehrer und er war ja schließlich bei der Weltausstellung. Wie könnte es innerhalb einer Generation falsch sein? Diese Leute konnten alle Ideen annehmen, die sie über die Welt verbreiten wollten. Das ist so seltsam. Wenn sich irgendjemand mit irgendetwas befassen möchte, mit irgendeinem System, wie dem Finanzwesen, mit der Regierung, mit der Bildung, mit der Wissenschaft, mit der Medizin, dann hat alles seinen Ursprung tatsächlich zwischen 1850 und 1900. Es ist so, als könnte man sagen, naja, es kommt von früher, es kommt aus Rom. Aber in Wirklichkeit entstand es eben erst in diesem Zeitraum. Ja, es war wie 1874. Aber all das wurde tatsächlich erst in diesem Zeitraum von 50 Jahren strukturiert. Es würde ja auch Sinn machen, wenn es hier tatsächlich vorher nichts gegeben hätte. Im wahrsten Sinne des Wortes löschten sie buchstäblich, wie ich schon sagte, etwas aus und fügten etwas ganz Neues ein. Die Weltausstellungen waren das Zentrum der Indoktrination dieser Denkweise. Wenn so etwas also noch einmal passiert und noch einmal passiert, was werden die Weltausstellungen dann sein, wenn die nächste Simulation als Indoktrinationsinstrument für das Kommende dienen wird? Deshalb halte ich es für so wichtig, die Weltausstellungen zu studieren. Denn im wahrsten Sinne des Wortes sehen wir das Ende der einen Sache und den Anfang von etwas anderem, wie tatsächlich und mit offensichtlichen, fotografisch verzerrten Lügen dargelegt. Wir haben also tatsächlich Fotos, die offensichtliche Lügen von all diesem Zeug darstellen. Wir haben über diese Fotos von San Francisco gesprochen, die zu den großartigsten Panoramafotos gehören, die zu den größten Lügen gehören, die man sich für eine Geschichte vorstellen kann. Die Fotos sind genau dort und sie sind wertvoll, aber nicht um zu erfahren, was im 19. Jahrhundert geschah. Es geht darum zu erfahren, was gerade jetzt passiert. Es ist dasselbe.
Deshalb ist es wichtig. Und genau hier bleiben zu viele der Forscher stecken. Sie verbringen ihre Zeit damit, in diese Richtung zu schauen und zu versuchen herauszufinden, was damals geschah. Doch das ist eigentlich egal. Entscheidend ist, was wir in 6 Monaten durchmachen werden. Bist du dafür bereit? Und der Indikator dafür, warum es wertvoll ist, genau wie du sagtest, ist, dass alle Rockefeller-Institutionen, die medizinischen Institutionen, alles ungefähr zur gleichen Zeit installiert wurde. Die Findelkinder, alle Gebäude, die noch übrig sind, und ich muss dich nach den physischen Beweisen fragen, die von der letzten Simulation übrig geblieben sind, aber vorher spricht Arthur Fürstenberg auch darüber, dass wir angeblich ein anderes Verhältnis zur Energie hatten und wie wir die Dinge hier mit Energie versorgten. Da fällt mir die Arbeit von Tesla ein. Aber Arthur Fürstenberg spricht in seinem Buch The Invisible Rainbow über die Anfänge der Elektrizität, wie sie eingeführt wurde und wie gefährlich sie war. Mit der Einführung jeder neuen Technologie kommt es seitdem zu einer Pandemie, die die Welt kollektiv erlebt und die uns auf eine Weise schockiert, wie es die Alten oder welche Zivilisation davor auch immer nicht erlebt haben. Das scheint mir eine neue Art und Weise zu sein, wie Erdölindustrie und die Regierung alles so monopolisiert, dass man nicht in der Lage ist, sein Auto oder ähnliches mit Wasser oder erneuerbaren Energien oder dergleichen anzutreiben oder zu betreiben. Die Frage ist tatsächlich, ob es um die übrig gebliebenen Dinge geht, die noch überall zu sehen sind. Warum ist dieser Ort nicht komplett besenrein? Man hätte uns ja einfach in Dark City implantieren können. Wir wachen einfach in einer dunklen Welt auf, die wir mit Gedächtnisimplantaten nicht verstehen, und dann geht's los. Das ist für mich faszinierend, warum sie nach jedem Reset die Dinge überall übrig lassen. Glaubst du, dass es nur der Orientierung dient? Oder handelt es sich hier um einen kitschigen Ort, der einfach nicht richtig funktionieren kann, ohne seine Falschheiten zu bemerken? Nein, wie gesagt, es ist einfach einfacher. Es ist einfacher, eine Kopie von etwas anzufertigen, als es aus etwas anderem aufzubauen. Wenn du ein Videospiel erstellen willst, würde es viel weniger Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich dir eins zum Kopieren geben könnte. Oh, ich habe hier eins. Warum nimmst du nicht einfach ein paar Codeänderungen vor und änderst es dann einfach von diesem Spiel in ein Sportspiel oder in ein Autospiel oder verwandelst es von einem Fußballspiel in ein Baseballspiel? Das ist also genau das, was es bewirkt. Vom Standpunkt der Kodierung der neuen Simulation aus spart es Zeit, die alte Kodierung zu nehmen und diese einfach zu bearbeiten. So ähnlich wie der Devil's Tower. Früher war es ein Baum, jetzt ist es nur noch ein Berg, weil wir diese Bäume nicht hatten und weil es am Ende der Simulation nicht mehr da war, da dieser Baum gefällt wurde. Und so fing das Neue an. Ja, es hat gerade damit begonnen. Und alles, was man tun muss, ist, mit den Änderungen zu beginnen oder einfach Erklärungen hinzuzufügen, was es bedeutet, es eben zu erklären. Okay, es ist das und das. Niemand wird denken, dass es aus einer anderen Simulation stammt, da die Regeln bei jeder Simulation unterschiedlich sein werden. Das ist die große Sache, wenn man das erkennt. Wenn man erkennt, dass die Simulation keine Simulation ist wie eine simple Kopie, sondern es wird eine Kopie sein plus die zusätzlichen Upgrades. Also sie ändern auch die Art und Weise der Energiestruktur. Das bedeutet, sie müssen auch den Programmcode für alle Funktionen ändern. Und dann beginnt es auch einen Sinn zu ergeben, warum sie das tun, was sie tun und wie. In gewisser Weise wird es genauso gemacht. Wenn wir das also anerkennen, erkennen wir, dass all dieses alte Zeug eine Kopie dessen ist, was war. Und nochmal, das ist auch der Grund, warum man die ägyptischen Pyramiden nicht genau für den Zweck nutzen kann, für den sie ursprünglich genutzt wurden. Nun, ich habe in allen möglichen Pyramiden, die ich besucht habe, spektakuläre Erfahrungen gemacht. In Dashu, Saqqara, Gizeh oder wo auch immer. Ich habe in all diesen Pyramiden wirklich monumentale Erlebnisse gehabt. Genug Stoff für stundenlange Diskussionen darüber, was passiert ist. Aber jetzt wird mir klar, dass man in der Erforschung der Pyramiden nur bis zu einem gewissen Punkt kommen kann und nicht darüber hinaus. Sie wurden für den Betrieb in einer anderen Simulation gebaut. Sie sind also so gebaut, dass sie unter einer anderen Energiekonstruktion funktionieren, unter anderen Bedingungen, die man Computerkodierung nennen könnte. Deshalb können wir sie nie vollständig für das nutzen, wofür sie verwendet wurden. Daher werden wir sie nie wirklich verstehen können, weil sie nur in jener Welt, jener Simulation wirklich funktionierten, nicht in unserer. Dies war eines der Dinge, die mir klar wurden, als ich zum ersten Mal dort war. Eigentlich sogar schon davor, als ich zum ersten Mal in Mexiko nach Teotihuacan fuhr.
Und als ich dort war, fühlte ich mich wie in einem anderen Universum. Zuerst dachte ich, ich sei so alt, dass ich mich in einer Zivilisation befinde, die sich so sehr von der heutigen unterscheidet, die über so viel mehr Wissen und Weisheit verfügt. So dachte ich damals. Als ich in Teotihuacan war, hatte ich buchstäblich das Gefühl, woanders zu sein, als wäre ich nicht hier auf dieser Welt, die ich kenne. Nun würde ich natürlich sagen, dass es sich tatsächlich immer noch um einen Brückenpunkt handelt. Man könnte sagen, die alte Simulation existiert noch immer an einigen dieser Orte, die in jeder dieser Simulationen wahre Kraftzentren waren. Und wir berühren diese Zeit ein wenig. Wir erkennen, dass seine Basis, seine energetische Basis, etwas anderes ist. Es ist mathematisch, es ist geometrisch. Alles ist ein wenig anders als all die Dinge, die wir in unserer Simulation haben. Wir nehmen es wahr, wir fühlen es und wir werden dadurch mit Energie versorgt. Aber dann kommt der Punkt, wie viel wir wirklich wissen. Das Gleiche hier. Ich lebe jetzt in Norwegen und hier in diesem Land gibt es hunderte von Steinkreisen, was so seltsam ist, weil die Norweger nichts davon wissen. Die fliegen nach England, um dort nach den Steinkreisen zu gehen, zu suchen. Aber jedes von ihnen ist immer noch ein unglaubliches energetisches Konstrukt. Die sind immer noch großartig. Ich habe unzählige Menschen erlebt, die durch die Steine zu mir gekommen sind, weil sie einfach dort waren und alle Arten von Heilung erfahren haben. Ich habe eine Weile daran gearbeitet, nicht nur die Gründe für ihre Bauweise, sondern auch die Frage, was man mit ihnen macht, in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Wie wussten wir, dass sie energetische Gitter sind? Sie sind wie Akupressurpunkte, Akupunkturpunkte der Erde. Es scheint, als gäbe es so viele Variablen. Aber jetzt wird mir klar, dass sie tatsächlich aus der vorherigen Simulation stammen. Eigentlich müsste ich in dieser Simulation einen brandneuen Steinkreis bauen, damit er in dieser Simulation funktioniert. Als ob du sagen würdest, dass du in einem Haus ein Labyrinth gebaut hast und vielleicht so denkst, es gäbe ein altes Labyrinth etwa 8 Stunden von Oslo entfernt. Nun, dein Labyrinth hat eine größere Chance zu funktionieren, wie es sollte, weil es in unserer Simulation erstellt wurde, im Gegensatz zu dem, was wir in der alten Simulation erstellt haben. Oder nehmen wir vielleicht mal Chartres. Ich weiß nicht, aus welcher Simulation Chartres stammt, denn es ist sozusagen an der Grenze. Es könnte also immer noch voll aktiv sein. Aber wenn wir so denken, können wir beginnen zu erkennen, was wir mit diesen antiken Strukturen tun können und was wir an den antiken Städten nicht tun können. Und das tun wir auch nicht. Wir verschwenden nicht allzu viel Energie und Zeit darauf, etwas zu tun, das wir eigentlich nicht können. Wir können uns darauf konzentrieren, das Gleiche zu tun wie mit einer Baumgruppe, ein paar Steinen und irgendetwas an einer Stromquelle am Meer. Wir müssen nicht unbedingt an einem alten Ort sein, um etwas sehr, sehr Kraftvolles und Tiefgreifendes für uns selbst oder andere Menschen zu tun. Umwerfend. Unglaublich. Wie wär's mit der Vorstellung, ja, du inspirierst hier einfach so sehr. Nehmen wir an, du hast gesagt, dass die alte Simulation wieder neu gestartet wird und dass die neue Simulation weiterläuft. Es gibt eine neue Simulation, die funktioniert, aber eine alte wird zurückgesetzt. Deshalb spielt die alte Simulation in, sagen wir mal, linearer Zeit gegen die neue Simulation. Parallel. Sagen wir mal der Einfachheit halber, dass die gemessene Zeit in beiden Simulationen gleich schnell verläuft. Und nehmen wir an, die eine Simulation dreht sich unterhalb der unsrigen und diese hier dreht sich weiter oben. Und jetzt sind wir bei 4D, oder? Und 5D ist das nächste Level, oder? Das ist es doch, worauf wir uns so freuen. Die Pyramiden, sagen wir mal, wurden gemacht oder gebaut. Einwurf von Howdy. Ja, aber es geht nicht nach oben, es geht nach unten. Ah ja, okay, richtig, stimmt. Denn jetzt steigst du wie Dante herab, richtig. Nehmen wir also an, wir gehen zu der ersten Simulation oder einer, als die Pyramiden erbaut wurden. Sie funktionierten perfekt. Wenn man sich an heiligen Stätten befindet und Einblicke in antike Orte wie Teotihuacan erhält, dann greift man energetisch möglicherweise auf die frühere Simulation zu. Man kann physisch dorthin gehen, ähnlich wie eine Zeitreise. Sagen wir mal eine Zeitreise nur um der Sache willen, aber es ist eher eine mentale Zeitreise. Nehmen wir an, es gibt Zeitreisen. Davon ausgehend kannst du durch deine eigenen vergangenen Leben bis zur ersten Stufe zurückgehen, als es noch Pyramiden gab. Glaubst du, dass es möglich ist, all deine vergangenen Leben zu rekapitulieren? Buchstäblich durch deine vergangenen Leben einen Teil der Erinnerung zu rekapitulieren? Ja, das ist sicherlich möglich. Die Maya oder Hopi oder Navajo sprechen davon.
Denn sie sagen, dass wir uns jetzt in der fünften Welt befinden, beziehungsweise dass wir dabei sind, uns von der vierten in die fünfte Welt zu bewegen. Sie sprechen über verschiedene Welten, aber sie sagen auch, dass wenn wir in die alte Welt sehen wollen, kann man bestimmte Steine oder Felsen vom Boden anheben und die alte Welt sehen, aus der wir kommen. So wie bei einem Filmset? Ja, es deutet darauf hin, dass die alte Simulation immer noch läuft, wie du sagtest. Sie bewegt sich in ihrer eigenen Zeit, in ihrer eigenen Raumzeit. Also kannst du natürlich darauf zugreifen, wenn du es wirklich willst. Es gibt keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Aber der Punkt ist, welchen Nutzen hat das für dich? Es wird dir lediglich mehr Informationen über die Höhle und mehr Informationen über die Matrix liefern. Es gibt dir keine Informationen zum Ausstieg. Aber du bist näher am Original. Siehst du das Problem? Ja, das tue ich, aber das ist dann meine Frage. Okay, ja. Wenn du den Ursprung der Matrix selbst verstehen willst, ja, dann wäre das ein Grund, noch einmal zurückzugehen. Denn je weiter man in der Simulation zurückgeht, desto mehr wäre das, was ich zum Beispiel im ersten Kapitel meines Buches, das ich schreibe, erwähnt habe. Ich spreche also zum Beispiel über die Fragmente von Nag Hammadi. Ich weiß, dass sie aus der vorherigen Simulation oder aus einer davor stammen. Daher helfen sie uns jetzt wenig dabei, zu erfahren, wo wir hingehen. Aber sie helfen uns, den Ursprung besser zu verstehen, weil sie dem Kern des Ursprungs näher sind, als wir es jetzt sind. Wenn du also darüber nachdenkst und es aus diesem Grund tust, dann wäre es von Nutzen. Wenn du jedoch dorthin zurückkehren willst, um zu versuchen, etwas zu erleben, zu verstehen und es in gewisser Weise hier zu nutzen, dann befindest du dich wieder im Hamsterrad der vergeblichen Erkundung. Perfekt. Das Gleiche gilt auch für frühere Leben, oder? Die Menschen wühlen sich durch Unmengen vergangener Leben und fragen sich, wofür, warum? Alles, was sie tun, ist, mehr Leid zu sehen, das sie durchgemacht haben, mehr Schrecken und noch mehr, was ihnen eigentlich gar nicht dabei hilft, herauszufinden aus der Matrix. Vielmehr zieht es sie noch tiefer hinein. Nun ja, ich befreie mich von etwas Karma, ich lasse einiges davon los. Nun, du hast kein Karma. Vielmehr ist das alles ein riesiger Karma-Betrug. Das ist nur ein gigantisches Spiel, was mit dir gespielt wird. Es geht nur darum, die Matrix klar und ehrlich zu betrachten und dann auf dieser Grundlage deine Entscheidung zu treffen. Irgendwann gibt es immer einen Punkt, an dem man sagen muss, ich weiß genug darüber. Ich muss über mich Bescheid wissen. Ich muss darüber Bescheid wissen, aber nicht über mich im Sinne dieser Sache hier. Denn das ist auch Teil der Arbeit oder der Erkenntnis. Irgendwann, abschließend, muss man sagen können, ich habe die Sache ziemlich gut durchschaut. Was ist das Echte? Was bin ich wirklich? Was ist das wirklich Wahre? Wenn man also erst einmal damit anfängt und sich der Fokus ganz nach innen wendet und sich auf das Höchste selbst konzentriert, spielt der Rest bei der Erkundung keine Rolle mehr. Richtig, das tut es nicht. Ich könnte es ja mir dann als nützlich vorstellen, wenn Informationen nicht auf selbstsüchtige Weise beschafft werden, wenn Archäologen zurückgehen, herausfinden, wie die Pyramiden hergestellt wurden, sie zu unserem heutigen Verständnis bringen und dies in Beziehung setzen. Also ich betreibe hier auch ein sehr egoistisches Unterfangen. Ich bin dabei, es mit allen zu teilen, aber ich betreibe seit dir ein sehr egoistisches Unterfangen, Mann. Ich werde ehrlich zu dir sein, denn ich, selbst wenn ich mir das alles hier ansehe, denke ich mir, wie können wir darauf vertrauen, dass das, worüber du sprichst, richtig ist? Und wie können wir darauf vertrauen, dass dies nicht ein weiterer Aspekt der dunklen Mächte ist, der uns davon abhält, immer wieder hier zu inkarnieren, um auf unserem Weg zu bleiben, sondern dass er uns dazu bringt, die Höhle zu verlassen und über Rutschen und Leitern zum Anfang zurückzukehren? Ich stelle alle Fragen, oder? Aber was ich hiermit noch weiter vertiefe, ist, ob es Mechanismen gibt, mit denen wir die Ebenen wieder nach oben springen können, sagen wir zu einem Zeitraum, zu dem wir noch nicht so weit entfernt waren. Wir waren noch nicht so tief in der Täuschung versunken, dass die Dinge etwas transparenter waren. Und aus dieser Perspektive hier, in der wir so sehr verwirrt wurden, wie wir es auf 5 Ebenen tief waren, dann hatten wir damals vielleicht eine viel bessere Chance, es zu schaffen. Und vielleicht können wir dann, selbst dann, ich weiß nicht, einige Dinge in Gang setzen, wenn wir uns dazu verpflichtet fühlen. Ja, das ist eine weitere mögliche Theorie, in der ich noch nicht besonders tief gegraben habe, aber ich kann deinen Denkprozess verstehen. Wenn ich also irgendwie mein Bewusstsein aus diesem Körper heraus und in einen Körper bewegen könnte, sagen wir in der 2D-Simulation, und in der Simulation etwas höher und wieder etwas nach oben bewegen könnte, würde das bedeuten,
dass alles anders wäre und die Einfangmechanismen anders wären, die Fluchtmechanismen wären unterschiedlich. Und wenn Sie von einem goldenen Zeitalter sprechen, dann stimmt das wahrscheinlich. Die früheren Simulationen waren wahrscheinlich nicht so chaotisch und verrückt wie diese. Sie wären immer noch verrückt, klar, wenn man genau hinschaut. Aber der Grad des Wahnsinns wäre im Unterschied viel, viel geringer. Aus dieser Perspektive könnte es also sinnvoll sein, wenn du das tun könntest und dein Bewusstsein vollständig von hier nach dort bewegen und hier arbeiten und von dort aus mit der Arbeit beginnen könntest, dann könnte das eine mögliche Theorie sein. Das Problem ist immer, dass darin immer Fallen und Tricks stecken. Denn einer der Gründe, warum jemand das tun möchte, ist natürlich, dass das so schmerzhaft und so schwierig ist. Und wenn man sich dann darauf einlässt, dann ist es so viel besser. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich vor 500 Jahren in unserer Zeitlinie in einem Irokesen- oder Cherokee-Dorf leben könnte. Ich bin mir sicher, dass ein Leben mit sauberem Wasser, sauberer Luft und Menschen, die in einem Dorf leben, das sich umeinander kümmert und Pflanzen und Kräuter sowie Natur und den Umgang mit ihr kennt, es viel besser wäre. Das Problem wäre also, wenn ich zurückgehe, ein oder zwei Wochen dort unten verbringe und vom Stamm akzeptiert würde, warum würdest du wieder gehen wollen? Es ist so viel schöner als das hier. Das Problem könnte also sein, ich meine symbolisch, darin liegen, dass man sich auf etwas einlässt, das in den früheren Simulationen vielleicht wirklich gut war, weshalb der Demiurg es gestoppt hat. So nach dem Motto, hey, das ist zu gut, wir müssen mehr Leid schaffen. Und wenn man darauf zurückgeht, dann denkt man vielleicht, dass das in Ordnung ist. Denn wie ich oft sage, das ist im Allgemeinen eine große Falle für die spirituelle Suche. Die meisten Menschen, 99%, begeben sich auf die spirituelle Suche. Und in gewisser Weise tat ich es auch. Am Anfang war es so, dass ich Schmerzen habe, ich leide, ich suche nach Wegen, das Leiden zu beenden. Und sobald jemand einen Weg findet, sich plötzlich besser zu fühlen, weil es das ist, wonach er wirklich gesucht hat, wird er auf die eine oder andere Weise aufhören. Im Gegensatz zu, ich suche nach der ultimativen Wahrheit. Ich weiß also, dass das Schopenhauers Verständnis war. Schopenhauer erkannte, dass die Welt ein Gefängnis ist, aber er kam nicht auf die Idee, nach einem Ausgang zu suchen. Er vertrat eine Art buddhistische Perspektive. Okay, wenn wir im Gefängnis sind, dann ist das Beste, was wir tun können, nicht nach dem Glück zu suchen, das ein weiteres Rad in der Falle ist. Es geht darum, wie reduziere ich das Leiden? Es hört sich so an, als wären es zwei verschiedene Dinge, die Suche nach dem Glück, nach etwas Glücklichem oder die Linderung von Leid. In Wirklichkeit sind sie völlig unterschiedlich. Sein Ziel war es also, so zu leben, dass man sein Leid und das Leiden anderer auf ein Minimum reduziert und dadurch tatsächlich viel besser funktioniert. Ich habe seine Arbeit durchgesehen und versucht herauszufinden, ob er darüber gesprochen hat und die zusätzliche Energie, die er gespart hat, nutzte, um, sagen wir mal, diese Realität zu verlassen. Ich fand das interessanterweise in keinem seiner Werke, obwohl ich intensiv gesucht hatte, aber seine Ideen sind immer noch gültig, könnte man sagen. Sie funktionieren hier besser. Aber ohne die Absicht, das zu durchschauen, wird es nie besser werden. Es wird sich nie verbessern. Dies wird niemals ein wunderbarer, glücklicher und fröhlicher Ort sein. Okay, dann ist das eben so. Ich brauche das nicht länger. Das Einzige, was ich brauche, um noch länger dabei zu sein, das Einzige, was ich herausfinden muss, habe ich gerade herausgefunden. Klar, es ist ein riesiger Abgrund der Hölle. So, wie du über Dante gesprochen hast. Also ich habe mir zum Beispiel das Buch von Dante gekauft. Ich könnte es jetzt hier aus dem Regal ziehen. Göttliche Komödie, oder? Ich dachte, dass es in seinem Buch der drei Dinge darum geht, die Matrix zu verlassen. Also habe ich es mit der Idee gekauft, nun, das kann wie ein roter Faden in meinem Buch Exit the Cave 2 sein. Und ich fing an, es sorgfältig zu lesen und mir wurde klar, dass er eine Nahtoderfahrung hatte. Das ist, was passiert ist. Er hatte eine übliche Nahtoderfahrung. Wenn wir vom weißen Licht hören, und in diesem Fall sind es anstelle von Jesus alle Wesen seines philosophischen Erbes, die Frau Beatrice und die Liebe und das, was auch immer zeigt, die gefährlichen Bereiche oder die Dinge, die ihn von diesem schönen Licht wegführen, und er hat es in diese wunderschön, wunderbar geschriebene poetische Erzählung gehüllt. Aber wenn man genug Nahtoderfahrungen studiert, ist das das alles. Er schreibt über die übliche Nahtoderfahrung. Und ich denke, okay, jetzt verstehe ich es. Es ist wunderschön. Es ist poetisch. Es ist wunderbar geschrieben.
Und wenn jemand, der Nahtoderfahrungen erforscht, das Buch aus dieser Perspektive liest, wird er sicher sagen, dass er genau das beschreibt. Aber er beschreibt nicht die 10% der Nahtoderfahrungen, die nichts mit den Standarderfahrungen zu tun haben, die zeigen, dass dies eine Grube ist, die von einem Haufen dämonischer Wesen unterhalten wird, die uns in jeder Hinsicht betrügen, und wir müssen lernen, mit all dem klarzukommen, dieser Täuschung. In gewisser Weise wird sogar Dante vom Standpunkt des Verlassens der Matrix zu einer Täuschung. Und dann, wie du gerade gesagt hast, sollten sich alle zurücklehnen und sagen, nun, woher weißt du, dass ich dich nicht täusche mit dem, was ich sage? Ich meine, zumindest kenne ich mich persönlich, es ist nicht meine Absicht, ich versuche niemanden zu täuschen, ich weiß das, aber du weißt das nicht. Und man muss all diese Dinge gerne persönlich nehmen und sich selbst damit befassen und sie untersuchen und in Frage stellen und sie nicht akzeptieren und auch nicht außer Acht lassen. Genau hinsehen, denn das ist eine offensichtliche Sache, die hier immer passiert. Es handelt sich dabei um Informationen, die auf den Kopf gestellt und nach hinten verdreht sind, sodass sie nützlich und wahrheitsgetreu erscheinen. Es stellt sich jedoch heraus, dass, wenn du ihnen folgst, du nur noch tiefer in eine weitere Falle tappen wirst. Ich würde es am ehesten so beschreiben. Wenn du das alles durchgehst, dann stell dir das so vor, als würdest du ein riesiges Puzzle zusammensetzen und jeder, von dem du denkst, dass er wertvolle Informationen hat, ich eingeschlossen, der hat vielleicht ein Teil des Puzzles. Vielleicht habe ich ein Stück herausgefunden. Was ist also das Stück, das ich deiner Meinung nach gefunden habe? Großartig. Geh und such dir jemand anderen mit dem nächsten Stück. Und am Ende, wenn man alles zusammenfügt, erhält man vielleicht ein fertiges Puzzle. Aber vertraue niemals darauf, dass alle Teile zusammenpassen, ganz gleich für wie edel du jemand hältst. Und das ist meine Frage. Glaubst du, dass es dabei zu einem Punkt kommt, an dem wir einfach aus der Existenz verschwinden? An dem du buchstäblich durch die Tür in deiner Realität gehst? Weißt du was? Ich habe genug gelernt, ich bin fertig, Tür manifestiert und dann gehst du raus. Hältst du das für möglich? Irgendwie ja, wer weiß. Vielleicht ist es sogar die Erfahrung, die manche Menschen als spontane menschliche Verbrennung bezeichnen und die mich schon immer sehr neugierig gemacht hat. Was bringt jemanden dazu, innerlich so heiß zu werden, dass er buchstäblich verbrennt? Und dass das so etwas wie eine mögliche Antwort sein könnte? Weißt du, sie sehen die Gesamtheit von allem so, wie es wirklich ist. Denn wahrscheinlich würde ich mich gerne mit den Erfahrungen befassen. Ich vermute, dass jemand, der an einer menschlichen Selbstentzündung gestorben ist, kein wundervolles, glückliches Leben hatte. Sie hatten keine Freunde. Sie würden wahrscheinlich viele Traumata, viele Schwierigkeiten und große Schmerzen durchgemacht haben. Und vielleicht ist ihnen genau das passiert. Sie fanden die Gelegenheit, denn was so herausfordernd ist, ein guter Freund von mir, Norio Kushi, ein Autor, ein wirklich guter Kerl, wundervoll, eigentlich ein wunderbarer Mensch. Er erinnert daran, dass nur das Wahre in dir die Matrix verlässt. Alles andere, das Körper, Geist, Erfahrungen, Hoffnungen, Träume, Ängste, Erinnerungen und alles andere sein wird, ist alles aus der Matrix. Das alles bleibt auch dort. Davon muss man sich gewissermaßen lösen oder loslassen. Wenn eines dieser Dinge festgehalten wird, kann es nicht verschwinden. Es kann nicht verschwinden. All das muss verschwinden und nur das, was du wirklich bist, verlässt die Matrix. Beim Verlassen der Höhle geht es also wirklich darum, es geht nicht darum zu wissen, wer man wirklich ist. Richard Rose pflegte zu sagen, es geht darum, Unwahres zu finden und es fallen zu lassen. Etwas ist und du weißt, das ist falsch, das ist eine Lüge. Und dann lässt man es los. Und das macht man einfach immer wieder und immer und immer und immer wieder, bis man zu der einen Sache kommt, der das egal ist. Wie sehr du auch versuchst, es fallen zu lassen, wie sehr du versuchst, es loszuwerden, du kannst es nicht. Du kannst es nicht als falsch empfinden. Nun, das ist die Wahrheit. Das ist es, was du wirklich bist. Und das ist dann die Erkenntnis dessen, was diese Matrix verlassen wird. Nichts anderes wird es tun. Und solange man noch denkt, dass irgendetwas an einem die Matrix verlassen wird, wird man nicht gehen. Wenn es also augenblicklich passieren würde, wenn dieser Moment passieren würde, würde das Ding natürlich verschwinden. Und was passiert mit dem Körper? Würde er weiterhin wie ein halbes Etwas funktionieren, wie ein Roboter?
oder würde er einfach sterben? Ich vermute, dass er wahrscheinlich einfach sterben würde. In einigen Fällen denke ich also, dass Todesfälle, die einfach ungeklärt sind, wie die Person, die vor 5 Minuten hier saß und jetzt tot ist, darauf zurückzuführen sein könnten, dass jemand genug innere Arbeit geleistet hat, von der niemand wirklich etwas wusste. Jemand hatte aus einem Trauma heraus genug tiefgreifende Fragen gestellt. Und das ist eine weitere Sache, über die wir sprechen sollten, bevor dies zu Ende geht, die Wichtigkeit von Traumata, weil meine Reise aus einem Trauma heraus begann. Viele Menschen hatten ein viel schlimmeres Trauma als ich. Meine Traumata waren für mich schwer, aber das Leben mancher Menschen ist im Vergleich dazu schrecklich. Ich versuche also nicht zu sagen, hey, ich hatte dieses schreckliche, traumatische Leben. Ich meine, das Trauma reichte aus, um mich dazu zu bringen, mich von der Welt abzuwenden und nach innen zu kehren und viel Schmerz zu ertragen, und zwar bis zu dem Punkt, an dem ich mich umbringen wollte. Es hat gereicht, das zu tun. Aber wenn man ein Trauma hat, hat man dann die Möglichkeit, es entweder zu ignorieren, davon abzulenken oder damit zu überleben, was die meisten von uns tun müssen. Irgendwann werden einige vielleicht anfangen, wirklich tiefe Fragen zu stellen oder sich fragen, warum wir uns in einer Welt befinden, in der es diese Art von Trauma gibt. Nicht aus der Perspektive betrachtet, was ist los mit mir? Warum hat Gott mir das angetan? Warum wurde ich bestraft? Sondern stattdessen zu sehen, warum die Welt geschaffen wurde, in der dies möglicherweise passieren kann. Aus dem Trauma heraus beginnt eine tiefere Erkundung. Und jetzt könnte diese Person dann wirklich sehen, dass ich das gebrauchen kann. Es ist nicht so, dass es ein Geschenk wäre. Es wurde dir nicht geschenkt. Das ist es nicht. Sie sind nicht da, um zu helfen. Du kannst aber den Horror nutzen, um an einen Ort zu gehen, an den nicht einmal die Matrix dich gehen lassen möchte. Und das ist leider der Grund, warum im Allgemeinen jeder, der jemanden wie mir zuhört und sagt, dieser Typ hat recht, wenn jemand in seinem Leben nicht viele Traumata hat oder zumindest ein nahes Familienmitglied hat, das etwas Schreckliches durchgemacht hat, dann wird das, was ich sage, einfach zu verrückt klingen. Das ist eine Verschwendung. Aber wenn man erst einmal über solche Dinge verfügt und dann die erforderlichen internen Fragen zur Realität gestellt hat, dann kann jemand anfangen zu sagen, das ist eine Möglichkeit dafür, für Antworten in diesen Ebenen. Und wenn jemand diese ganze Arbeit macht, wie ich weiß, haben im Laufe der Jahre viele Leute mit mir gesprochen. Weißt du, ich meditiere eigentlich nicht, ich bin nicht sehr spirituell. Das tust du nicht, aber du hattest diese Scheidung, oder? Ja. Haben sie dir viele intime Fragen gestellt? Nun ja, ich habe mich über mich selbst gewundert und darüber, warum ich das durchgemacht habe und warum es so war, wie es war. Und ich habe hart gearbeitet, ich habe viele Veränderungen vorgenommen und das ist spirituelle Arbeit. Wie meinst du das? Nun, das ist echte spirituelle Arbeit. Das bedeutet, dein Leben zu betrachten, deine Erfahrungen zu betrachten, zu sehen, wer du während dieser Erfahrungen warst. Das ist es. Mit geschlossenen Augen dazusitzen, ist keine wirkliche spirituelle Arbeit. Das bereitet dich vielleicht darauf vor, aber das ist es nicht. Viele Menschen erledigen also wahrscheinlich mehr Arbeit, als sie müssten, nur weil die Standard-Guru-Denkweise nicht angibt, was echte Arbeit ist. Denn wenn es so wäre, bräuchte man sie nicht und würde auch nichts ausgeben. Sie haben eine ganze Menge Geld ausgegeben, um all ihre Wochenendausflüge und den ganzen Mist, den sie verkaufen, zu kaufen. Weil es einfach so ist, dass man sich ständig mit sich selbst beschäftigt und sich fragt, warum, was ist los, wem habe ich das angetan, warum ist das passiert. Dieses Trauma wird einen, wenn man es nutzt, an den Ort bringen, an dem, und vielleicht ja, einige Leute, wenn sie es tun, erledigen die Arbeit, sie merken, dass sie gehen können und gehen einfach. Sie haben diesen Ort sowieso satt und ihr Körper fällt einfach ab. Nun, ich sage niemandem, dass er Selbstmord begehen soll. Ich bekomme viele E-Mails dazu. Nun, wenn der Ort ein schreckliches Reich ist, warum begehen wir dann nicht Selbstmord? Und was ich sagen möchte, ist, dass das Problem darin besteht, dass du, wenn du jetzt Selbstmord begehst, denkst, dass du aus dem Schmerz und dem Leiden herauskommen wirst, was theoretisch für eine kurze Zeitspanne der Fall sein könnte, nämlich in dieses Reich nach dem Tod zu gehen. Und wenn du dann wahrscheinlich nicht bereit bist, der Matrix zu entkommen, du kennst nicht alle Täuschungen, du hast nicht die ganze Arbeit erledigt, das Einzige, was dann passieren wird, ist, dass du auf die eine oder andere Weise dazu verleitet wirst, hierher zurückzukehren. Garantiert werden sie dich austricksen, weil du dich umgebracht hast, also bist du offensichtlich eine Art Feigling.
Wenn du also gehst, musst du ein neues Leben beginnen und lernen, wie man liebt oder anderen hilft. Du bist zurück in der Matrix und das nächste Leben könnte viel schrecklicher sein als dieses. Der Punkt ist, solange du Zeit hast, egal wie schwierig das Leben ist, solange du Zeit hast, solange du Arbeit zu erledigen hast, erledige die Arbeit. So wie du die Gelegenheit hast, hast du die Möglichkeit, in ein anderes Leben zu blicken. Möglicherweise nicht. Das nächste Leben könnte im wahrsten Sinne des Wortes so schlimm sein, dass du gar keine Chance hast. Also mach es jetzt. Tu es, solange du eine Chance dazu hast, denn du wirst sowieso sterben. Es ist garantiert, dass es kommt. Auf die eine oder andere Weise wirst du es tun. Ihr schafft es nicht durch physische Körper. Ihr werdet es nicht schaffen. Überstürze den Prozess also nicht. Weißt du, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben eines Kataras, als er sehr alt war und ohnehin dem Tode nahe war, machten sie eine besondere Erfahrung. Sie nannten es ein Konsolumentum, Priester und Zeremonie und alles Mögliche. Und dann könnten sie an diesem Punkt vielleicht einfach mit dem Essen aufhören und den Prozess beschleunigen. Aber sie sind sowieso so, als wären sie schon an diesem Punkt. Und sie haben das Gefühl, dass sie ihre Arbeit nun abgeschlossen haben. Also gut, sie können damit weitermachen. Aber ich weiß, du, 99,999999% der Menschen, die jemals denken, ich denke, ich sollte mich umbringen, haben einfach eine falsche Denkweise, weil sie nicht bereit wären, der Matrix auf diese Weise zu entkommen. Es wäre besser zu wissen, wer und was man wirklich ist, denn das ist es, was der Matrix sowieso entkommt. Und wenn du das erreichst, wirst du erkennen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, was mit der physischen Form passiert. Die physische Form kann einfach weitermachen und ihren Zweck erfüllen. Sobald du siehst, dass du nur ein Roboter bist, ein Schauspieler in einem Film, trachtest du nicht mehr danach, aufzuhören, ein Roboter zu sein. Du beginnst nur damit zu sehen, was die wenigen Dinge sind, die du kontrollieren kannst und die nicht Teil des Roboters sind, aber für deine Ganzheit wichtig. Und der Roboter kann weiter tun, was er tut. Ich habe einfach eine Million Fragen an dich. Wir werden ja bald zum Ende kommen, denn ich habe das Gefühl, ich habe dich schon lange genug aufgehalten. Aber eine Sache, die ich dich noch fragen möchte, ist eine lustige kleine umgekehrte Frage. Die Karte. Was denkst du über die Antike? Ich habe kürzlich dieses Video gesehen, das war brillant. Darin geht es darum, dass das alte Ägypten und Mesopotamien eigentlich in den Vereinigten Staaten lagen und nicht dort, wo man sagt, dass sie in Afrika liegen. Und dass dies eigentlich Afrika ist und dass die Vorfahren unsere Karte verkehrt herum betrachteten. Daher wäre der Südpol natürlich der Norden. Und so etwas wie den Nordpol gibt es nicht, weil diese Fläche sich einfach weiter erstreckt. So wie einige der Ansichten es darstellen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, ob durch die Umkehrung aller Richtungskoordinaten, die in den antiken Texten vermerkt sind, der Osten dann zum Westen wird und all diese Dinge. Richtig? Auch dazu habe ich gehört, nur als Randbemerkung für die Theorie hier, dass Amerika, die USA, die meisten von Menschenhand geschaffenen Seen vor allen anderen Ländern hat. Wir haben riesige Gebiete geflutet, um in bestimmten Gebieten die Vergangenheit zu verbergen. Einige von ihnen scheinen, wenn man den Text mit einigen dieser Karten überlagert, antiken Städten zu entsprechen, die mit Amerika in Verbindung stehen können. Ich bin also einfach neugierig, was du darüber denkst. Ja, ich habe in kleinen Teilen davon gehört und natürlich habe ich schon viel über den Grand Canyon gehört und über Dinge, die dort möglicherweise vorhanden sind, ne? Aber trotzdem ist das Problem, wenn wir über das alte Ägypten sprechen, sagen wir das pharaonische Ägypten, wir sprechen über das alte Reich, dem neuen Reich Ägypten, das ist vielleicht 2 oder 3 Simulationen her. Pyramiden, die großen Pyramiden, die größten Städten, die megalithischen Städten, das sind mindestens 1 oder 2 Simulationen davor. Es ist also nicht einfach herauszufinden, was aus welcher Simulation stammt und was mit was zusammenhängt. Oder jemand sprach davon, dass sie Atlantis finden wollten. Nun, Atlantis ist kein Ort, es ist eine Zeit, zum Beispiel. Es ist der Name einer Simulation. Die gesamte materielle Welt dieser Welt wäre also Atlantis. Es ist nicht an einem Ort, es ist überall. Wenn du Ägypten als den Namen eines Zeitrahmens einer, sagen wir, bestimmten Simulation siehst, dann würdest du diese Simulation überall finden. Es ist so, wie wenn man sich mit dieser Art von griechisch-römischer Architektur beschäftigt, die symbolisch für die Messen war
Oder wenn wir zum Beispiel die USA nehmen, mit all den Gebäuden der Landeshauptstädte, die genauso gut in der Innenstadt von Rom stehen könnten. Ja. Jedes einzelne von ihnen ist einfach großartig und spektakulär. Es übersteigt das, was jemand im Jahr 1830 in Iowa oder Oklahoma oder sonst wo hätte bauen müssen. Aber wenn man sie sieht, stammen sie nicht aus einer bestimmten Gegend. Sie stammen aus einer Zeit, die die ganze Erde umspannt. Das alte Rom, das zum modernen Rom wurde, das alte Griechenland und das, was wir in Amerika und allen anderen Ländern finden, stammen alle aus derselben Zeit, derselben Simulation, derselben Bauzeit. Es beginnt also alles einen Sinn zu ergeben, was wir hier sehen, nämlich, dass die Geschichte wieder einmal so aufgebaut wurde, dass sie denen nützt, die die Kontrolle über die aktuelle Simulation übernommen haben, um die Menschen nicht dazu zu bringen, Fragen zu stellen. Sie soll vereinfachen, vor allem wenn man etwas Großartiges sieht. Aber hier ist eine schöne, einfache, kindliche Antwort. Oh, okay, darüber denke ich nicht mehr nach. Im Gegensatz dazu, wenn man die kindliche Antwort verwirft und anfängt zu überlegen, warum sollte ein Haufen Cowboys das in Iowa oder Nebraska bauen müssen? Das ist einfach verrückt. Und dann fragen wir uns wieder, wie konnten sie das schaffen? Wenn man sich die Gebäude der Landeshauptstädte ansieht, insbesondere die im mittleren Westen, dann ist eines der frühesten Fotos, die davon gemacht worden sind, besonders interessant. Und es gibt keine Straßen. Es gibt einfach keine. Überall ist nur Dreck und das Gebäude. Selbst wenn es gebaut worden wäre, würde ich als Baumeister als erstes eine Straße von dem Ort, an dem ich die Materialien abhole, zur Baustelle bauen. Die Tatsache, dass es keine Straße gibt, bedeutet also, dass sie einfach nichts gebaut haben. Denn das ist der erste Schritt. Sie werden ihr gesamtes Baumaterial nicht über den Schlamm schleppen. Man baut einfach eine Straße. Jedes Mal, wenn man sich diese frühen Fotografien ansieht, sieht man solche Dinge. Es sagt einem einfach, was auch immer die Geschichte ist, nicht, dass ich die Wahrheit über diese Dinge wüsste, aber man kann sich durch die Erzählung wühlen und zumindest sagen, nun, die Erzählung ist falsch. Die Erzählung ist offensichtlich eine Lüge. Und so ist es leider mit der Geschichte, oder? Als ich ging, war ich Historiker. Ich habe sogar einen Abschluss in Geschichte gemacht und bin erstaunt, dass ich nicht so viele Fragen gestellt habe. Ich habe eine Menge gefragt, aber ich hätte viel mehr fragen sollen, als ich mein Studium absolvierte. Glücklicherweise. Ich bin froh, dass ich nicht weitergemacht habe und einen Doktortitel erworben habe und Gelehrter geworden bin, weil ich nicht in der Lage gewesen wäre, so zu denken. Ich bin wirklich dankbar, dass ich in meinem Geschichtsstudium gelernt habe, wie man recherchiert, wie man Fragen stellt, wie man sich in Bücher vertieft. Aber ich bin ausgestiegen, bevor ich zu sehr indoktriniert wurde, dass dies die einzige Art ist, wie man denken darf. Und als ich anfing, über das alte Ägypten und andere Dinge zu recherchieren, konnte ich wieder ganz neu anfangen. Und selbst wenn, wie bei meinem Buch Power of Then, überlege ich tatsächlich, es nicht mehr zu verkaufen, weil es vor 20 Jahren oder so geschrieben wurde. Und das spiegelt einfach nicht mehr wider, wie ich die Realität jetzt sehe. Und meine Sorge ist, dass ich entweder ein brandneues Buch schreiben müsste, ein brandneues Buch darüber, wie ich das alte Ägypten in dieser Zeitperiode gesehen habe. Und das ist, wie ich es jetzt sehe. Und ich denke, das werde ich tun müssen, wenn Exit the Cave fertig ist. Leider gibt es auch Leute, die wollen, dass ich ein Buch über Südfrankreich und die Geschichte von Rennes-le-Château und den Katharern schreibe. Und ich habe diese 11-teilige Serie auf YouTube gemacht, die nach einer umfassenderen Erkundung ruft. Das ist also auch ein mögliches Thema. Aber wenn es um Ägypten geht, sehe ich es einfach nicht mehr so wie damals. Ich habe es zu sehr auf ein Podest gestellt. Und obwohl ich wusste, dass es so war, habe ich zu viel in das hineingequetscht, was eigentlich viel offensichtlicher hätte sein sollen, nämlich, dass die Ägypter das alles nicht gebaut haben. Sie waren wie Archäologen, die es ausgruben und versuchten herauszufinden, was zum Teufel sie sein könnten. Ja, das ist das Beste für das pharaonische Ägypten. Die ursprünglichen Ägypter des Alten Reiches bauten das Ganze nicht. Sie versuchten es zu verstehen. Und sie haben versucht, es zu kopieren, so gut sie konnten. Und dann sieht man sofort, dass hier eine Pyramide ist, die sie nicht gebaut haben. Hier ist eine Pyramide, deren Boden sie nicht errichtet haben. Und das ist alles, was übrig geblieben ist. Und dann setzen sie ihre minderwertigen Baumaterialien obendrauf. Und weißt du, wenn man erst einmal anfängt, das alles zu sehen, und man anfängt zu sehen, dass all diese Tunnel und Dinge, die innerhalb von ihnen gebaut wurden, wie zum Beispiel Erkundungstunnel, nicht von Archäologen in den 1800er Jahren gebaut wurden. Sie wurden von den alten Ägyptern vor 3000 Jahren gebaut, die versuchten herauszufinden, was zum Teufel diese Gebäude waren. Sie waren die ursprünglichen Archäologen, nicht die Bauherren.
Und als ich das endlich begriffen hatte, dachte ich mir, naja, in diesem alten Buch stehen ein paar gute Sachen über Symbolik und Alchemie und, du weißt schon, Mythologie. Okay, aber es gibt jetzt zu viele andere Dinge, die einfach, glaube ich, nur verwirrend sind. Also denke ich, ich sollte es überarbeiten. Aber ich würde gerne das neue Buch schreiben, bevor ich das tue. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Wenn ich also einen Vorschlag machen darf, nur weil ich ein Schöpfer bin und mein Leben da draußen auf einer Reise ist, die auch mit euch stattfindet. Es geht hier um 240 Episoden, über die wir hier sprechen. Ich denke, es ist so viel anders als vor 3 Jahren oder 6 Monaten oder ganz sicher vor 3 Wochen. Aber ich werde alle diese Episoden als ein Zeichen dafür stehen lassen, wie weit ich gekommen bin und was ich gelernt habe und wie ich gewachsen bin. Aber ich denke nicht, dass es ein schlechter Vorschlag ist, die Tatsache zu erwähnen, dass man gewachsen ist und ein neues Buch schreibt, aber dass das Alte für die Menschen draußen verfügbar bleibt, damit sie sagen können, hey, hier ist, woher er mit diesen Erkenntnissen kam, wenn ich das so vorschlagen darf, Sir. Mit einer Sache möchte ich abschließen, Mann, denn wie ich schon sagte, werde ich dich nun gehen lassen, aber du hast ja eine offene Einladung. Ich kann dir gar nicht sagen, was dieses Gespräch für mich bedeutet hat, was deine Arbeit für mich bedeutet hat und meine Fähigkeit, mein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Egal, ob es das ist, was gerade läuft oder nicht. Du hast mir einen solchen Anker gegeben, an dem ich mich festhalten kann. Du hast mir die andere Seite der Rosenpyramide gegeben, um zu sagen, oh mein Gott, hier gibt es eine ausgewogene Perspektive zu erkennen. Und ich kann dir nicht genug dafür danken, ganz ehrlich, und für die Arbeit, die du machst. Und ich wollte übrigens noch erwähnen, dass dein Name, Howdy, phonetisch How Die. Du könntest also auch so etwas wie der Pflanzenschlüssel für Wie wir sterben sein. Das stimmt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wer weiß. Aber das hier gefällt mir, es ist genau richtig. Ja, das ist da drin. Und es ist bedauerlich, dass die Welt so ist, wie sie ist und dass sie so verrückt ist, wie sie ist. Denn eines der Dinge, die ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe, als ich all diese Interviews führte, ist, dass ich Leute wie dich getroffen habe. Jemanden, von dem ich weiß, dass, wenn du und ich Zeit zusammen hätten und wir uns zusammen hinsetzen und Kaffee trinken und spazieren gehen oder zusammen im Labyrinth spazieren gehen würden, ich meine, wir würden einige wunderbare Erfahrungen machen. Und wenn sich die Dinge ändern und es viel einfacher wird, sich einfach in der Welt zu bewegen, dann ja, dann würde ich gerne zu Besuch nach Texas kommen und dort einige Zeit verbringen und ich denke, wir würden ein tolles Gespräch führen. Es wäre mir eine Ehre. Und wenn du jetzt hier bleiben willst, bitte, wir haben nachher noch was zu besprechen. Aber bevor ich dich ziehen lasse, Sir, noch einmal, Leute, alle Möglichkeiten, ihn zu finden, stehen unten in den Sendungshinweisen. Man kann seine Bücher nicht genug empfehlen. Ehrlich gesagt, ich weiß, dass wir über eine Menge reden. Ihr seid alle so, als würdet ihr so viel lesen. Aber Leute, der Schreibstil, die Informationen, die Art und Weise, wie er eure Welt auf eine Art und Weise erschüttern wird, die ihr wollen werdet. Ich meine ernsthaft. Wenn ihr mir bis hierher gefolgt seid, wenn wir gemeinsam auf dem Weg sind, unsere Realität zu erweitern, was übrigens ein Verb ist, dann lasst uns loslegen und es tun. Ihr wisst schon, den nächsten Schritt machen. Wenn ihr hier sitzt und sehr aufgeregt über die Dinge des neuen Zeitalters seid, über die wir gesprochen haben, dann gebt dem Ganzen wenigstens eine andere Perspektive, damit ihr eine ausgewogene Wahl treffen könnt. Das ist alles, worum es hier geht. Before I let you go, Sir, wenn es dir nichts ausmacht, das ist eine schwere Materie, über die wir hier sprechen. Jemand möchte vielleicht einfach losziehen und in eine Schlucht springen und sehen, ob er es über den Wasserfall schafft, was dir nicht gelungen ist. Was gibt dir Hoffnung? Was hält dich dazu an, jeden Schritt weiterzugehen und zu sagen, weißt du was, ja, ich könnte das leicht beenden, vielleicht ohne die Unordnung, die jemand anderes aufräumen muss und nur mit netter Rücksichtnahme. Aber was veranlasst dich, weiterzumachen? Die Erkenntnis, dass ich es nicht habe, dass ich das Gefühl habe, es noch nicht vollständig verstanden zu haben. Das ist also innere Arbeit, um den Auftrag zu Ende zu bringen. Man könnte sagen, um die Reise nach Hause zu beenden. Ich sehe es so, wie ich diesen Ort jetzt sehe, als wäre es eine Party gewesen und es ist 3 Uhr morgens und die Party hat Spaß gemacht. Es war okay. Es gab ein paar angenehme Dinge zu tun, aber jetzt ist es nur noch ein Haufen betrunkener Typen, die versuchen, mich dazu zu bringen, noch einen Drink zu nehmen und zu bleiben. Und ich sage nur, Leute, ich gehe nach Hause. Aber ich muss sicher sein, dass ich genau weiß, wo mein Zuhause ist. Und damit ich nicht falsch abbiege, ich habe also ein Problem. Ich habe persönlich noch einiges zu tun. Und während ich hier bin, geht es darum, ob ich vielleicht 5 oder 10 Menschen helfen kann, die begonnen haben, die Realität genau so zu sehen.
Und nicht nur Menschen. Weißt du, ich spreche mit Tieren, ich spreche mit Bäumen, ich spreche mit was auch immer, manchmal auch mit Bäumen, die ich wirklich mag. Ich erinnere sie vielleicht einfach daran, dass sie in einer Seelenfalle sitzen und weißt du, du solltest vielleicht deine Realität überprüfen und darüber nachdenken. Vielleicht weißt du, wenn ich gehe, vielleicht ist es dann eine Fahrgemeinschaft. Vielleicht können wir dich dorthin bringen, denn ich sehe uns jetzt alle gleich, alles gleich im Traum. Und so versuche ich einfach ein wenig Wert für andere zu schaffen, denke ich. Ich denke, wenn man einen bestimmten Punkt erreicht hat, wenn man sich selbst als nicht real erkannt hat, wenn man dachte, dass man nicht das ist, was man war, wenn man ein wahres Erwachen seiner Identität hatte, dann muss man sich irgendwie etwas einfallen lassen, an dem man festhalten kann, um hier noch in der Nähe zu bleiben. Andernfalls, ja, wird man einfach, du weißt schon, was ist der Sinn? Ich meine, das ist eines der großen Probleme bei einem wahren Erwachen, dass die Leute durchschauen, dass das Leben bedeutungslos ist, dass nichts, was ich tue, wirklich wichtig ist. Und wenn man das nicht tut, wenn man nicht die nächste Perspektive einnehmen kann, nämlich, dass es etwas jenseits der Matrix gibt und dass vom Standpunkt der Matrix, der Hölle, nichts von Bedeutung ist, aber dass es etwas jenseits der Hölle gibt. Wenn man das nicht sieht, dann bleiben die Leute in diesen Dingen stecken, die man als spirituelles Bypassing, oder es gibt alle möglichen Namen dafür, wo sie etwas Wahres gesehen haben und dann in dieser Sache stecken bleiben und sich selbst drehen und nur eine weitere Falle erschaffen. Man muss sich also einen Grund geben, um hier zu sein. Mein Grund war also, dass ich in den 30 Jahren, in denen ich das alles gemacht habe, ein paar Dinge erfahren habe, die von Wert sein könnten. Also werde ich sie weitergeben und sehen, ob sie für andere Menschen nützlich sind. Und ich denke, das ist wohl der Grund, warum ich noch da bin.